Okay, Fears to Fathom, Ironbark, Lookout, Leute. Ist ein Horrorgame, ist wild. Ja, Mann. Okay. Episoden. Ironbark, Lookout. Fears to Fathom ist eine episodische, psychologisches Horrorgame, wo jede Episode eine Kurzgeschichte von dem Überlebenden erzählt. Okay. Du spielst die vierte Episode, Episode 5 kommt bald. Okay, 2 Stunden circa. Okay. Okay, Leute, macht euch auch was gefasst. Würde ich sagen, let's go. Zieht die Pampers an. Ja, Mann. Let's go. Let's go. Das Game ist todesgeil. Okay, oh, ich bin sehr gehypt. Das war auch sehr gehypt, das Spiel. Wenn ihr es reinschreibt. Ja, Mann. Ich hoffe, die Cam passt hier oben. Ein bisschen kleiner. Genau. Guck, wir gucken mal. Oder, ja, wir gucken. Könnt ihr vorlesen? Hey, ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst. Als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Fears to Fathom Carson House gespielt hat. Krass. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Es fühlt sich etwas komisch an, das jemandem zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit dem ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen, wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Okay. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange, dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet werden. Okay, sehr creepy. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit, die CC leisten. Okay, what the hell? Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Okay, Wohnmobil aber okay. Nichts Warmes zu essen, Bruder? Ja, Mann. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zu der Zeit hatte. Okay, der wohnt im Wohnmobil und arbeitet im Wald, Bruder. Sehr crazy. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt habe. Ich verabschiede mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa eine 2-Stunden-Fahrt. Hatten wir heute auch hinter uns. Mhm. Oh, Tobias mit 1 Euro, Bruder. Danke für deinen Support. Schöne okay, Grüße. Dann fahren wir mal dahin zu der Station. Okay. Wir können auch fahren, Alter. Mit dem Trecker. Sehr entspannt. Können wir hupen. Wir hatten ja auch mal Teile davon gespielt, ne? Oh, wir haben eine Nachricht. Escape zum Lesen. Ja, einfach mal beim Fahren hier kurz. Oder was? Musik, Bruder? Ja. Ist Copyright? Weiß ich gar nicht. Ist Copyright, Bruder? Okay, keine Ahnung. Wie sieht es aus? Mit wem schreiben wir hier, Bruder? Kyla Nelson? Unsere Schwester? Ironbark, bla bla bla. So, bist du schon an Rosebog vorbei? Nee, warum? Okay, wir haben geantwortet, nee, warum, Bruder? Oder Schwester? Das Game hört euer Mikrofon ab. Oh! Laber keinen. Das Game hört uns ab. Was laberst du, mein Gott? Weil eben hatten wir was mit YouTuber geschrieben. War auch schon laber. Ich lebte ein sehr einsames Leben. Okay, ist echt einsam, der Bruder. Aber es ist ein Wohnmobil, Bruder. Okay, voller Vibe eigentlich, drin, Bruder. Ne? Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Auf entspannt. Okay, fahren wir ein bisschen durch den Wald. Machen hier unser Job, Leute. Ja, Mann. Parkwächter. Musik ist nicht Copyright. Oh, LKW. Es geht, Bro. Bin ich schon mal eins gespielt mit Radiostation? War das so eins? Schon immer habe ich die freie Natur geliebt. Also wir lieben die Natur. Einfach nur von der Natur umgeben sein, machte mich glücklich. Oh, neue Nachricht. Kyla Nelson. Oder die spammt uns hier. Wow! Pressen wir gleich. Leute, niemals Handy am Steuer. Ich glaube, da war ein Diner in der Nähe. Ja, von Rosebog. Die haben die besten Burger der Stadt. Du musst die testen. Ich könnte wirklich eine gute Mahlzeit gebrauchen, bevor ich einchecke. Danke. Okay, dann dankbar für diesen Burger-Tipp. Gehen wir noch schön essen davor. Ja. Das hört euch, okay. Aber wer soll uns hören, ihr Bruder? Die Monster können anhand eurer Stimme euch
Locate. Was? Ach komm noch. Oh, shit. Okay. Klingt schon sehr creepy. Von dem Monster oder was? Leute, Bilder. Oh, müssen wir uns selbst machen. Diesen Mixtape hat er selber aufgenommen, Bruder. Ja, Mann, so safe. Bruder, Alter. Ah, ist hier Rosenberg? Jawohl, Rosenberg. Jawohl. Ist ja bestimmt das Diner, oder? Fetten Cheat Day, Leute, fetten Burger reinziehen. Ja, Mann, mies einen Burger reinziehen. Oh, da hinten ist sowas. Oh. Ist ja das Restaurant, von dem Kyler mir erzählt hat. Let's go. Let's go. Erstmal mies Burger fetzen, würde ich sagen. Ja, safe. Park mal hier, wo wir nicht parken dürfen. Oh, da hinten ist jemand. Erstmal im Halteverbot parken. Ja, Mann. Wir haben ja das fette Wohnmobil hier am Start, dürfen überall parken. Let's go. Ja. Bruder, es ist geräumig, Bruder. Das ist eigentlich voll groß. Das ist eigentlich, ne? Ein Wohnwagen, Alter. Das ist schon ein halbes Und das kann fahren, Alter. Schließ mal ab, bevor hier noch einer reinsteppt. Was mit dem Bruder hier draußen? Oh, der verspeist einen Burger. Wie ist der Burger? Und, achso, wir können ihn fragen. Wie ist der Burger? Dieses kleine Stück Himmel, das hier ist wie mein Wochenendspot. Oh. Oh. Neu hier, nur auf Durchreise. Dann wünsche ich dir eine sichere Reise. Danke, Bro. Okay, der schwärmt von dem Burger? Schwärmt davon, Bruder. Also, der muss ja heftig sein. Den müssen wir uns jetzt reinziehen. Checken den direkt ab. Sieht aus wie eine Raststätte, aber wenn die einen geilen Burger haben. Das ist ein typisches Ami-Diner, ne? Ja, Mann, so Ami. Okay, wir steppen hier rein. Oh, was geht, Bro? Oh. Guten Tag. Willkommen. Willkommen im Twin River Diner. Wie geht es Ihnen heute? Gut, wie sieht es bei Ihnen aus? Nehmen Sie Platz und ich werde sofort bei Ihnen sein. Ja, korrekt. Okay. Bedienung direkt am Start. Sehr schön. Machen wir erstmal aus hier. Oder wechseln das Lied. Boah, Mann, zu dem dicken setzen? Burger, was hat der denn da? Das ist uns einfach. Oh, ne, können wir nicht. Boah, der hat einfach Baguette. Einfach Baguette. Wie ist einfach das fragen, wie ist das Essen? Ne? Ich starte mich nur an, Bruder. Ja, so, geh weg. Also, Bruder, lass mich in Ruhe. Ich will allein meinen Cheat Day genießen. Lass mich in Ruhe essen. Das kannst du nochmal fragen. Bitte lass mich in Ruhe. Alter, hallo, unfreundlich hier. Ja, so, lass mich mal. Ich will. Hey, wie schmeckt dein Essen? Du siehst ein bisschen verloren aus. Ich bin nur müde. Gibt es echt guten Kaffee, falls du Lust drauf hast. Also wie du siehst, hole ich mir normalerweise einen Vanillelatte. Oder werd gefragt. Wohin geht's? Ich fange meinen neuen Job an der nächsten State Park an. Sollen wir den erzählen oder nicht? Ist das gut? Ob das vielleicht schlecht vielleicht ist? Vielleicht hilft er uns. Vielleicht ja. Kommt er zu Hilfe. Wir sagen ja. Mal, Bruder. Oh, das ist toll. Ich wusste gar nicht, dass es diese Jobs noch gibt. Was machst du? Ich arbeite in Finanzen und bin ein finanzieller Analyst für eine große Firma in der Stadt. Das hört sich interessant an. Ja, es ist herausfordernd, aber ich hab Spaß, es hält mich auf Trab. Das steht fest. Das ist echt beeindruckend. Heftig, Bro. Ja, mag sein, es kann schon echt anstrengend werden, aber ich mag meinen Job. Okay. Er erzählt Lebensgeschichte. Komm, fragen wir den Bruder noch, was der hier macht. Na, lange Fahrt hinter dir, was? Wo gehst du denn? Norden, für eine Lieferung. Und selbst? Ich bin ein Angestellter beim Iron Bark Naturschutzverein. Also stimmt es, huh? Was diesen Kindern letztens passiert ist. Okay, das ist creepy, was meint der? Möglicherweise können wir ihn... Was? Ja, Mann, ich muss gehen. Ich muss... Nein, was? Bruder, hey! Hat der Dreck abstecken oder was, hä? Erzähl jetzt! Lange, Bruder! Okay, ist gleicher Dialog. Er muss gehen. Bruder, irgendwas mit welchen Kindern, was den Kindern passiert? Okay, wir setzen uns mal. Knallen wir uns erstmal einen Burger rein. Knallen wir uns einen miesen Burger rein. Wir wollen wissen, warum die Leute so gehypt drauf sind. Guten Abend. Ich bin Barbara. Möchten Sie nun bestellen? Yes. Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen? Einen Cheeseburger Big mit Pommes? Ein gegrilltes Käsesandwich? Ne, wir nehmen ja den Burger, ne? Der ja. Wurde ja hier empfohlen. Schönen Burger. So eine schöne große Cola, Alter. Kaffee passt null zum Burger. Nee, glaub nicht. Selber Kaffee und Burger. Unsere Burger sind die besten im Westen. Wollen Sie etwas trinken, Groß Cola? Perfekt, noch irgendwas? Das wäre alles. Danke, Bro. Super, bringe ich Ihnen das Essen. Sobald es fertig ist, geben Sie mir einfach Bescheid, wenn Ihnen etwas fehlt. Werde ich machen. Klingt gut. Okay, nice. Okay, wir warten auf Essen. Jeden Donnerstag kommt Horus hier übrigens. Ja, Mann. Okay, der meint gerade, der hat die Angewohnheit, irgendwie davor pinkeln zu gehen. Dann wollen wir unsere Blasen mal lernen, ne? Ich muss dringend pinkeln, okay. Gehen wir mal mies auf die Toilette. Schließen die mal dick ab, weil hier können so Psychos kommen und so. Ja, Mann. Ich glaube, es ist ein bisschen Psycho, das Spiel. Können nicht mal abschließen, oder? Allein der Typ war so komisch. Ja, der würde wahrscheinlich nach auf Toilette kommen. Bisschen Angst vor dem.
Ist hier. Und winkeln wir gerade? Ich hab einfach das angeklickt. Okay. Stroll an die einfach rein, Alter. Leute, im Stehen pinkeln, macht Spritzer. Beste. Döner wäre geil, Bruder, das ist ein Burgerladen. Okay, mir ist dann abgesellt, können wir noch abspülen. Gechillt, gepinkelt. Bevor die hier rummeckern. Krass, man kann echt abspülen, Alter. Krass, ey. Okay, waschen uns natürlich die Hände. Genau. Wie ist das gehört? Ach, dann hatten wir uns eben die Hände gewaschen, ne? Ja, und jetzt noch abtrocknen. Ah, ne, das ist nicht gesund, Leute. Das ist nicht gesund. Ja, nicht so hygienisch, weil. Genau, weil ganze Keime. Die Keime sammeln sich da drin. Genau, und dann von den Fäkalien. Gehen ja noch so Hände, Leute. Dr. Kelvin Marvin am Start. Okay. War die eben da, die Schaufel? Ja, komm, wir reden mal mit dir. War auch komisch, ne? Ja, warte, frag dir was anderes zu essen. Wäre es okay, wenn ich mich hier hinsetze? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich dachte mich schon. Der, also ich verbuddel dich. Oder der ist Psycho. Der was macht der mit Schaufel hier in einem Diner, Alter, Bruder? Was macht der da? Ganz schön langer Tag. Okay, der startet nur bei jeder gar nicht reden. Okay, der... Leute, der kommt nochmal dran im Spiel. Safe. Ja. Naja. Wir setzen uns. Wir haben jetzt erstmal ein Date mit unserem Burger. Boah, jetzt... Boah, ich hab auch richtig Hunger gerade irgendwie, ne? Ein bisschen schon. Wir haben heute nicht so viel gegessen. Ja. Jetzt ein Burger mit Pommes und Cola. Ich hab schon sehr wild. Aber morgen ist erst Cheat Day, deswegen... Ja. Bro. Im Stehen pinkeln gibt's bei mir nicht, ne? Sitz, sehr hygienisch. Ich bin einfach Salz wegwerfen. Ja. Danke, Bro. Nice! Oh. Thanks. Ein bisschen Ketchup hier drauf. Zum Werf. Ah, wir essen den gerade. So, Leute, mal gucken, ob wir den Burger geil finden. Gucken, wie der schmeckt, der Bruder. Pommes auch. Ich dachte, dass eine Weile vergehen. Aber zu schnell. Schrift weg. Nicht mal gedippt, nix. Einfach trocken reingezogen, trocken, ne? Reingeballert, Alter. Trinken die Cola natürlich noch aus, dann gucken wir, was die Frau Nelson will. Lecker Schmecker. So, schön gespiesen. Ich schmeiß mal Ketchup weg. Bist du hingegangen? Ja, es bin noch. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ja, ja, war super. Wollen Sie noch etwas anderes oder soll ich Ihnen diese die Rechnung bringen? Die Rechnung bitte. Okay, bringe ich sofort. Bruder, die spammt uns hier voll. Bin noch. Hab's doch gesagt. Hey. Das Essen erinnert mich an etwas. Du solltest mir doch das Rezept für den Auflauf schicken, über den du geredet hast. Ich werde vielleicht die Gelegenheit haben, in die Kunst des Kochens einzutauchen, wenn ich beim Ausguck bin. Ja, wow. Bin auf dem Weg nach Hause. Schreib dir gleich zurück. Okay. Was haben wir denn mit Scott? So, hier ist die Rechnung. Ihr zahlt 6 Dollar. Wir geben natürlich immer Trinkgeld, ne? Zahl 6 Euro und gib 15% Trinkgeld. Bruder, wer gibt 50% Trinkgeld? Oder übertreib nicht. Nimm ein Portemonnaie direkt. Wir geben 15%. Drauf nett. Ich hoffe, Sie genießen den Rest Ihrer Reise. Danke, Bro. Okay, wir sind voll. Let's. Und jetzt geht's weiter. Go. Warte, ich wollte gucken, wer ist das? Rechts? Mitch Scott von Fusion Cold Creek. Ah, das ist unser Arbeitgeber, glaube ich. Du wirst wahrscheinlich Billy Thor begegnen. Zeig einfach deine ID, okay? Okay. Okay, wir sind gestärkt für unseren Job. Also echt, die Menschen dort sehen schon ein bisschen Horror aus. Mhm. Huh? Ich hab abgeschlossen eben. Ey, da ist einer drin oder wurde eingebrochen? Ich hab abgeschlossen. Wo ist der Typ? Oh mein Gott. Bruder, ich hab doch eben abgeschlossen. Geh mal eben rein. Hier ist jemand. Leute, wer war da? Die Tür ist die Musik an. Ey, einer hat da rumgeschnüffelt. Mein Gott. Hier war jemand. Hat der irgendwas gemacht? Stell dir vor, der ist jetzt auf Klo. Yo. Hä? Die Badezimmer. War komischerweise verklemmt. Bruder, da ist jemand. Ich fahr nicht weiter. Oder hat er gedacht, das ist ein... Ich hab die eben noch aufgemacht, Bruder. Da ist jemand. Ey, da ist jemand. Was am machen? Ich guck vom Fenster. Bro! Ey, oder wir fragen gleich den Typen, der den Burger da hinten ist. Vielleicht weiß der was. Hier ist zu, Bruder. Boah, was macht der da? Was ist das? Also, da, glaube ich... Leute, unser... Da sagt gerade jemand einen ab auf unserem... Ich will damit nicht weiterfahren. Wir sterben, glaube ich. Man kann auch sterben in dem Game. Ey, komm, lass mal den Typen fragen. Vielleicht hat er das gesehen. Ja, Mann. Oder da ist jemand drin. Oh. Ah, der hat nichts. Okay, der hat nichts zu sagen. Nichts Neues.
Leute, ich will damit nicht fahren. Unser Ding ist gerade, da ist einfach einer auf Klo und wir ist können ja jemand? Nicht. Sollen wir einfach fahren? Ich glaube, ich muss. Guck mal, ob du die Tür zumachen kannst. Hey Leute, wir fahren, aber wir haben jetzt jemanden in unserem Nacken. Aber man kann sterben, das ist das Problem. Ach so. Ich will nicht sterben, Bruder. Was können wir tun, um uns zu schützen? Weil da ist einer auf Klo. Bruder, hier ist jemand. Das ist einfach ein Creep in unserem Klo. Warte! Was mit dem mit der Schaufel? Ist der weg? Oh ja, guck mal, ob da irgendeiner fehlt. Bruder, hier fehlt jemand. Ich schwöre. Oder der Theke, der war auch zu schön. Der ist weg. Der ist weg! Der ist weg. Oh mein Gott. Der Typ ist in... Und der ist da drin. Der ist da drin. Und der Typ hat uns auch nur angestarrt eben. Der ist creepy. Oh mein Gott, ist er zu... Können wir eine Waffe holen? Oh mein Gott, haben wir eine Waffe? Oder soll ich fahren? Hey. Hilfe! Hilfe, Mann! Hilfe, bitte! Ist ziemlich ruhig hier. Könnten Sie mir die Toilette zeigen? Ist ziemlich ruhig hier. Ja, das ist schon eine Weile so. Seitdem die Autobahn diese Stadt umgangen ist, vergeht es... Das ist schade. Aber so nicht. Okay, schade. Du kannst nicht helfen. Okay. Der hat es auch nicht bemerkt irgendwie. Wir können doch... Bruder, ich habe Angst. Okay. Ich glaube, ich muss fahren. Hey Leute, wir müssen fahren. Aber egal, wir gucken oft zurück. Ah, warte. Oh, wir können Sachen werfen. Okay, der gibt doch keinen Tipp, wie man jetzt... Mhm. Das heißt, ich... Werf mal die Tasche. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, wenn er kommt, werfen wir die Tasche auf ihn. Deal? Bruder, die schützt uns nicht. Der kommt diesen Nacken, Alter. Boah. Bro. Guck, ob du dich umdrehen kannst. Okay, so ein bisschen, ne? Okay, egal. Leute. Wir fahren los, aber wir haben... Fahren los. Wir müssen... Boah, das ist gruselig. Stefan, der kommt gleich so an den Hals. Boah. Okay, let's go. Ach, haben wir eine Map oder so? Oder wir sterben jetzt vielleicht, Alter. Oh mein Gott. Wir müssen vielleicht fahren. Das ist voll gruselig. Ja. Wir müssen los. Oder der... Okay. Kotet unsere Toilette voll, Alter. Ja, Mann. Wir salten einen ab. Okay, 8 Uhr, 2. Okay, ist abends mittlerweile, in der Nacht. Wir fahren stramm weiter zu unserem Job. Ganz friedlich, ganz entspannt. Zu unserer Nachtschicht. Ja, der Mann mit der Schaufel war das 100%. Ich möchte die das Lage. Das gerade bei euch dicker Nacht sein. Das glauben wir auch. Aber ich möchte nicht. Feuer euren Content zurzeit. Macht weiter so. Bonks 249. Danke für deinen Support, Bruder. Danke, wir machen auf jeden Fall weiter. Okay. Hm, einer so Grafik aus San Andreas. Hm. Meinst du hier oder was? Sieht langsam nach einem Park aus. Fahr da mal durch. Ich muss noch kurz gucken, was da steht. Ich check nochmal die Toilettentür. Genau. Okay, der ist da immer noch. Hä? War da gerade was? Hast du gehört? Was auch die Musik. Ja, Mann. Ja, hab ich da gerade einen Schatten gesehen? Ja, irgendwas geht ja vor sich, ne? Okay. Ironbark State Park. Das ist der Welcome D. Gate D. Okay, warte. Ah, hier, Tor D. Okay. Du kannst dein Auto einfach hinten auf dem Schotterplatz parken bei Tor D. Okay, sind wir? Von da aus musst du zu Fuß weiter. Nimm den Cold Creek Trail. Okay. Von da... Okay, Cold Creek Trail musst du suchen. Ah, hier, Cold Creek Trail. Perfekt. Okay, okay. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Aber da war eigentlich nichts aus einem Rucksack, eigentlich ne? Nicht. Oder brauchen wir die? Brauchen wir den Rucksack, Alter? Nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Soll ich den mitnehmen, lieber? Mann, komm. Also wir tragen den ja einfach damit. Ist hier drin nachher klaut. Komm, der stört ja nicht. Wir lassen den Typen zurück, der da gerade einen absagt bei uns. Hier sollen wir nehmen. Coco Jane. Und von da wird es noch ein paar Stunden bis zum Turm dauern. Okay, wir müssen jetzt zum Turm und das dauert jetzt ein paar Stunden. Ja. War sehr creepy. Ich stell vor, so echte Stunden. Mhm. Wow! Oh mein Gott! Gott! Ich hab mich schon gewundert, dass kein Jumpscare kam. Boah. Oh mein Gott. Ach du Heilige, du hast mich echt erschrocken. Ich dachte, du wärst einer von denen. Bruder. Alter. Daumen hoch, wenn ich jetzt erschrocken Leute, wer ist erschrocken? Schreib's rein. Bruder. Boah. Du hast mich erschreckt. Möge Gott Gnade haben. Leute, der erste. Oh. Jubiläum, der erste Livestream-Jumpscare. Wie auch immer. Kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Ah ja, dem müssen wir jetzt die, den Ausweis. Oh, ich bin kein Camper. Oder du bist Billy, richtig? Ja, der kennt uns ja, ne? Einfach kennt mal. Uns? Wir sind, also, ja. Ist Billy, richtig? Hä, hey, Punkt, Punkt, Punkt.
bin der Neue. Hinten geht einer, guck mal! Ja, oh mein Gott, hast du es gesehen? Mir wurde gesagt. Mein Gott, Alter. Ich soll mich hier melden? Nee, ne? Ich bin der neue Trans-Feuerwehr-Aufpasser. Ja, genau. Stimmt das? Ich wusste nicht, dass wir Leute diese Saison einstellen. Warte, lass mich das überprüfen. Genau. Alter, ich hab da gerade irgendwas gesehen im Hintergrund, ne? Ja, Mann. Boah, Alter. Oder, oh, kurz Wasser auffüllen. Wasser auffüllen oder so? Bitte, kurz Wasser holen. Ich trockne hier aus, Bruder. Was war das für ein Jumpscare aber gerade? Ich hoffe, es kommt kein Jumpscare. Ja, ich hab Angst, Bruder. Okay, Kumpel, kann's gehen. Du bist bei Feuerturm 11 eingestellt. Okay, Feuerturm 11. Ich entschuldige mich für das Missverständnis. Ich dachte, dass der Turm für diese Saison unbesetzt wäre. Aber hier sind deine Schlüssel. Ah krass, der hat einen Schlüssel gegeben, korrekt. Also wir mussten uns hier melden. Lass mich für dich das Tor für den Pfad öffnen. Okay, wir warten hier auf Calvin. Wir haben den Schlüssel bekommen. Ah, der macht das auf, korrekt. Kurz hier rumschnüffeln. Vielleicht ist hier eine Pistole oder so. Oder also, was ist der? Wir brauchen endlich mal Wasser, Bruder. Dem Arm geht's nicht gut. Da du so spät ankommst, brauchst du vielleicht auch diese Taschenlampe für den langen Weg zu deinem Turm. Okay, nice. Gibt es eine Taschenlampe sogar? Du, sei vorsichtig, nimm das. Oha, der hat uns Taschenlampe gegeben. Wir kommen in Ironbark, Kumpel. Nun für unsere Gründe, wenn du bei deinem Turm bist, mache bitte einen Wetterbericht von deinem System aus, so dass wir wissen, dass du sicher angekommen bist. Okay, einen Wetterbericht, oder? Oh, what? Wenn es der Fall sein sollte, kannst du dich an Turm 12 während deiner Arbeit wenden. Ganz netter Typ. Okay. Er wird der nächste Kontakt im Falle eines Notfalls sein. Okay, Turm 12 müssen wir uns merken. Falls Notfall gibt, Turm 12. Danke dir, Billy. Okay, Bro. Thanks, Billy. Good job. Kannst du jetzt einen Abgang machen, Billy? Du guckst mich so creepy an, Alter. Oder warum steht der so creepy, Alter? Hä? Was war das denn jetzt? Hey. Nur ein Ratschlag. Geh nicht weiter als eine halbe Weile, eine halbe Meile oder so in den Norden von deinem Turm. Okay. Würde ich sagen, warum? Gefährliche Wälder in der Richtung, Kumpel. Wilde Katzen und Bären, Bruder, irgendwas Creepiges geht ab. Böses Geschäft. Verstanden, Bro. Danke für den Tipp, Billy. Ich weiß nicht, ob die Taschenlampe leer gehen kann, deswegen lasse ich die mal aus erstmal. Dieses Game ist so geil. Ja, man, ist richtig spannend, Alter. Denkt ihr auch? Hier ist drin, ne? Welches Game ist das? Boah, Fathom of Adunu. Okay, wir warten auf Calvin, wenn es weitergeht. Ja, Mann. Dieser Typ hat Turm aufgemacht und uns einen Schlüssel gegeben. Ah, okay. Einmal Wasser bitte. Und sonst nichts passiert? Mhm. Okay, wir haben Schlüssel. Der hat noch einen Tipp gegeben, dass wir nicht weitergehen sollen. Okay. Als eine Meile vom Turm, weil da geht irgendwas Creepiges ab. Er hat uns also gewarnt, ne? Mhm. Okay. Let's go. Und Taschenlampe haben wir bekommen. Oh, nice. Rucksack haben wir auch noch. Ja, man, einfach. Ob wir den öffnen können, wissen wir nicht. Der hilft uns vielleicht auch mal ein Werkzeug. Okay, nice. Da sind Bilder der verschwundenen Kinder. Oh. Krass, nicht gesehen. Boah, und dieser Typ. 11 Uhr, Bruder, ist mitten in der Nacht. Boah, und wir wissen, da läuft ein Typ rum. Es war eine lange Wanderung und langsam fing es an, kalt zu werden. Okay, Turm 11. Und Turm 12 sollen wir kontaktieren, wenn wir Hilfe brauchen. Ja. Aber unser Job ist Turm 11. Oh, ist das der Turm? Ja, mit Code. Ich glaube noch nicht. Sieht aus, aber ich weiß nicht, ob das der jetzt ist. Kann jetzt nicht hier rein? Oder außenrum? Ne. Ich hätte F zum Verwenden, aber die meinen, es ist ein Schlüssel, ne? Das ist die Taschenlampe. Ah, okay. Genau, wir haben den Tower Key. Scheinbar ist noch nicht der Tower.
Ironbark, Tower 11 hier links und Lazy Trail rechts. Cold Creek Trail. Okay, gehen wir links zum Tower. Okay. 170 Feet. Ah, das ist er. Da, das ist schon eher. Da ist der gute Tower, ne? Bruder. Gehen wir mal an die Arbeit, ne? Man ist allein hier draußen und das für mehrere Wochen. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich hatte schon immer eine Vorliebe der Natur. Okay, Bro. Utility Shack. Ah, das ist eine Hütte mit nützlichen Sachen. Werkzeug und so. Werden wir wahrscheinlich gleich brauchen. Ach, hier ist auch noch eine Taschenlampe. Okay. Meine Hände waren voll. Okay, wir gehen erstmal hoch. Let's go. Macht mal Mikrofon an. Die NPCs können euch nicht hören und das ist wichtig. Ist doch an. Aber ist an, ne? Wir reden doch, wir hören uns doch. Ist auf jeden Fall an. Sonst kann man ja nichts einstellen, glaube ich. Wenn du einmal oben auf dem Turm bist, ist es ein Job nach Feuern. Oder wann? Nach Feuern sollen wir gucken. Warum geht das so schnell? Okay, wir haben aufgeschlossen. Ich mach mal alle Klappen hier auf. Mhm. Damit wir auch raussehen können. Können wir uns schön einschließen. Alles auf, gute Übersicht. Okay, nach Feuern und so sollen wir Ausschau halten. Alles gut. Ja. All good, all good. Okay, sieht gut aus. Oh, mies zu. Die Luft der Kabine duftete nach Holz, gab mir ein beruhigendes Gefühl. Okay, schöner Holzduft. Endlich war ich in meinem neuen Zuhause für die nächsten paar Monate angekommen. Alter, der soll hier ein paar Monate leben. Ein Bett, krass. Leute, ganz simpel. Okay. Unten war noch ein Dixie-Klo. Eine Streamstation zum Stream. Fernglas. Okay, einer nice. Lieber Klappen unten lassen nachts. Oh. Okay, okay. Warum? Was könnte passieren? Kommt das ein Psycho? Sollen wir jetzt erstmal pennen? Ich muss für heute Abend einen Bericht schreiben. Wir benutzen ihn, um Feuer auf der Karte zu erkennen. Okay. Hab vergessen, den Generator zuerst einzuschalten. Okay, wir müssen den Generator einschalten. Okay. Können wir schön Feuer anmachen? Erstmal schön kuschelig machen. Öffnen, schließen, LMB zum Benutzen. Mann! Leute, für den Wald. Was? Ach, wir müssen noch Holz reinlegen, glaube ich. Okay, warte, wie... Werfen. Oh. Können wir Holz reinmachen? Holz hier drin? Das wäre richtig wild. Ah, im Schuppen war Holz. Ah, im Schuppen war Holz. Okay, wo ist der Generator aber, Bruder? Das hier? Ich habe vergessen, den Generator einzustellen. Okay, wir müssen nochmal gucken. Ja. Machen wir schön einen gemütlichen. Ist da hinten? Da leuchtet auch was, ne? Ah, das ist vielleicht Turm 12. Ah, okay. Also meinst du zumachen, ja? Also. Soll ich nochmal alle zumachen? Wir sehen zwar da nichts, ne, aber die Frage ist, können die Tür, können da irgendwelche Gestalten? Ja, wahrscheinlich. Es gibt Monster und so. Ja. Wir können uns hören. Wir können ja sterben, ne, im Spiel. Mach's zu, Bruder. Okay, wir machen den Generator an. Geht in die Hütte und holt Holz. Genau, Leute. Gerne alles. Tipps geben. Spoilern bitte nicht. Let's go. Let's go. Okay, wir haben Strom. Wir holen uns aber Holz für gemütliches Lagerfeuer. Ja, schön Holz. Ist auch noch ein Generator. So. Leider können wir es nicht nehmen. Leider nicht. Oh, Benzin einfach in den Kamin kippen. Ja. Geht fit, oder? Benzin und was soll Feuer passieren, Bruder? Sollen wir den Ofen nicht abfackeln? Holz konnte man nicht aufheben. Holz konnte ich leider nicht aufheben. Leute, Mikros an haben sie. Ja. Zum Ofen. Ja, Mann. Oh, da hinten ist noch eine Klappe offen. Mhm. Pff, das kann echt die Bude anzünden, glaube ich. Chef, jetzt brennen wir unser Haus an. Ich muss das ausprobieren jetzt. Leute, soziales Experiment. Können wir den Ofen beheizen mit Benzin und Feuer? Ich tue das raus. So. Mal sehen. Ups. Hey! Nicht zu Hause nachmachen, Leute. Okay.
Okay, schade. So, jetzt können wir arbeiten, oder? Sind da sonst noch nutzbare Dinge? Ich glaube, wir müssen einen Bericht schreiben. Okay. Aha. Schreiben kurz den Bericht fertig, Leute. Erste Schicht. Kurz ackern. Nachtschichtbericht. Rainbow. Ganz alter PC hier am Start. Passwort. Oder muss ich jetzt ehrlich ein Passwort eingeben? Muss ich jetzt ehrlich ein Passwort eingeben? Bro, wo steht das Passwort? Steht das da irgendwo? Hä? Oder müssen wir uns eins ausdenken? Ich dachte, kann schreiben. Leute, was ist das Passwort? Einer so Holz. Auf dem Boden war Blut, Bruder? Was laberst du? Und die meinen Holz unten, sonst wird das ja wahrscheinlich nichts. Aber irgendwie konnte man das eben nicht nehmen, ne? Holz unten, und haben wir doch versucht. Leute, wir brauchen Passwort. Ich schreibe mal eins rein. 11. Ironbark? Auf Zettel vielleicht, okay. Tower 11? Nein. Okay, wir müssen noch ein Passwort finden. Okay, steht vielleicht hier. Wir durchsuchen mal alles. Hey. Ironbug Fire. Du musst an die Tafel gucken, ob da stehen Informationen. Ist da eine Tafel im Raum? Ah, da, guck mal. Oh, ist da ein Passwort? Oh. Ironbug Fire. Das ist aber sehr klein. Systempasswort? Oha, da steht's. Ah. Ist Frontbug? Frontbug 11. Frontbug 11. Okay. Frontbug 11. Was? Okay. Bro. Hast du irgendwas geschrieben? Frontbug 11. Yo. Guck nochmal. Macht Licht an, das stimmt. Kann Licht an. Ah, praktisch. Nice. Schon viel besser, ne? So. Oder Front. Ah, nee, Ironbark. Also. Ach so, Ironbark. Ironbark 11. Hat doch unser Mod reingeschrieben. Let's go. Geht doch. Let's go. Lego. Let's go. So, machen wir den Bericht fertig, Leute. Kurz ackern. Wir richtiger Oldschool-PC. Hallihallo, ich bin Smiley, geschätzter. Service Reporting. Wir schreiben unseren Bericht fertig. Herzlich willkommen bei der. Was geht jetzt ab? Startet. Neuer, ich kenne deinen Namen noch nicht. Wie heißt du? Ich bin. Ne, wer heißt mir? Jack? Was ist Jack? Was ist Nelson? Hieß mir nicht eben anders? Jack Nelson? Ich schreibe jetzt mal, wer ist da? Wer ist da? Ah, der ist von 12. Bei dem sollen wir uns melden, wenn wir Probleme haben. Ah, okay. Wichtig. Ich habe gedacht, ich würde hier draußen alleine sein. Ja. Hast du... Ja, können wir antworten. Ja. Du bist nie allein. Ich muss deinen Bereich abdecken, bis du kommst. Danke, schätze ich. Also, was ist dein Name? So. Oh, er ist Jack. Ja, okay. Jack Nelson. Wir sind Jack. Wie auch immer, was bringt dich in unser Turmparadies? Meine Antworten? Suche nur nach Abwechslung, was lautet. Ich bin echt müde. Ja, wir suchen Abwechslung. Abwechslung, ne? Hä? Der sagt nichts? Ich wurde umstationiert von Iron. Ein erfahrener Kamerad. Ich verstehe, warum Hitch dich ausgesucht hat. Ich bin echt müde. Hast du ein Feuer an? Nein. Mach ein Feuer. Die Temperatur ist kurz davor zu fallen. Du willst nicht zitternd im Sturm sitzen, alles klar, danke, Bro. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich Feuer machen. Jetzt können wir Holz holen, ne? Let's go! Weil, ja. So, schön gemütlich hier gemacht. Ich hoffe, wir kriegen ja noch keine Gesellschaft. Mach Lampe an. Ja. Hä, hey, ich kann nicht runter. Hä, hey, echt nicht? Ist hier Feuerholz? Das können wir nicht runter. Vielleicht ist oben Feuerholz. Aber ich kann nicht runter. Okay. Hä? Gesperrt? Feuer war da unten. Ist euer Mic im Game drinne? Muss man das mal spitzen? Ich sehe keinen Rauch. Hast du es schon angezündet?
Nein, Bruder. Der Holzofen sollte beim Eingang sein. Zünd ihn an. Okay. Oder wie denn, wenn da kein Holz ist, Bruder? Bro, so nochmal runterzugehen? Vielleicht jetzt nach dem Gespräch? Ach so. Nee. Hier muss Holz sein. Okay. Irgendein Holzklotz? Wir kommen nicht runter, das ist abgesperrt, wenn man die Treppe runtergeht. Aha. Aber eigentlich war ja unten Holz, ne? Oh, miese Drinks, alles. Oder? Achso, leg mal deine Handsachen ab. Einer meint, du darfst nichts weiteres in der Hand haben. Und gehen wir runter. Aha, nee. Nein, Bruder. Gehen wir noch nicht runter. Aber eine Taschenlampe brauchen wir auf jeden Fall, ne? Ja. Muss irgendwo Holz sein, Bruder. Wo ist Holz? Firefinder, ein riesiges Kompass. In der Größe einer Pizza. Was piept hier überhaupt? Es gibt kein Feuerholz. Es muss viel davon in der Hütte geben. Das ist alles von Marley. Marley, der Mitarbeiter, der vor dir hier gab. Oh, was mit dem passiert? Ja, man, wusste. Sie war eine harte Frau. Ach, meine Frau. Sie war? Sie war. Gesagt, wie auch immer. Du solltest dir bei diesem Sturm lieber ein Feuer machen. Benzin muss in deiner Hütte sein. Aber wenn nicht, kannst du immer etwas aus dem Lager mitnehmen. Okay, das heißt, wir hatten eine Vorgängerin, die nicht mehr lebt, ne? Ja. Kommen wir jetzt runter vielleicht? Jetzt kommen wir runter, oder? Auf jeden Fall, wenn mit Taschenlampe. Ah, sollen wir eine Taschenlampe holen? Ach, ist die vorne. Oder auf schnelle, auf ganz schnelle. Okay. Da ist ja wenigstens Licht. Ganz, ne? Kurz in den Keller rennen und wieder raus. Okay. Okay, Leute, wir wollen ins Feuer, machen den Ofen an. Ja, Mann. So. Jetzt aber, oder? Nice. Jawohl. Okay, nehmen uns ein Ding hier. Ein Klotz. Und schön Feuer. Ganz gemütlich hier machen wir die Hütte. Bei der Vermisstenanzeige war diese Male da. Achso, das war wahrscheinlich die. Die. Die wurde vermisst. Oder warum hat der nicht gesagt? Ja, der so, wie auch immer. Dir das? Er hat zwar schwiegen. Also. Der weiß was. Leute, da ging was vor sich. Endlich. So. Let's go. Jetzt Feuerzeug oder noch Benzin? Na komm hier, kipp ein bisschen drüber. Wir gehen hier, sicher. Oder? Zack. Zack. Wo ist mein schönes Feuer jetzt? Da Benzin. Unten. Benzin. Mein Feuer. Zack, Bruder. Hör mal an, da. Wenn der Monster tot muss, direkt geht's gegen den Kopf, wenn die kommen. Ich sehe den Rauch. Ah, okay, erfolgreich. Ist wirklich schön, Turm 11 wieder lebendig. Der fühlt seinen Job voll. Wie sieht's mit deinem Bericht aus? Machen wir, Bruder. Der fühlt seinen Job richtig, ey. Ja, Mann. Der fühlt sich da sehr gemütlich in seinem Turm. Okay. Okay, okay. Wollen wir den Bericht fertig? So, Temperatur. Ach, müssen wir die jetzt echt noch checken, Bruder. Wir müssen wirklich arbeiten jetzt. Vorher, Mann. Müssen Leute, ackern, Leute. Wir machen ja wortwörtlich eine Nachtschicht. Okay, wo steht die Temperatur? Wie kann man die tracken? Ah, hier. Oh mein Gott. Bro. Leute, 44,3. 44,3. So einfach kann es manchmal sein, ne? Manchmal einfach ein bisschen rumklicken. Alles klar? Let's go. So, hier Cloud. Ah, ich war mir nicht sicher, ob die richtigen Wetterbedingungen angegeben. Ach, der gibt auch Tipps. Okay, sagen wir Wind. Immer noch nicht richtig. Cloud. Mist. Clear. Oh, nice. Oh, nice, nice, nice. Nice. Copy, new guy? Hörst du mich, neuer? Turm 11. Turm 11. Ich glaube, ich melde mich für heute ab. Okay, der Bruder geht schlafen. Turm 12 meldet sich ab. Hab du eine gute Nacht, Neuer. Lass dich nicht von den Bettläusen beißen. Gute Nacht, Connor, bis morgen. Gute Nacht, okay. Bro. Wir sind durch für heute. Schicht erledigt, ne? Guten Arbeitstag. Pflichten erfüllt. Ab in die Eier. Oder noch einen Snack? Ja, komm. Wir hatten einen langen Tag vor uns. Geht einfach mit Licht schlafen, auf entspannt. Auf ganz entspannt, ja, Leute. Freuen uns auf den nächsten Tag. Ach, oh nein. Nachts, Leute, 3 Uhr nachts. 3 Uhr Alter, nachts. Alter, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ohne Intelligenz. Das ist nicht gut. Ohne Intelligenz. Aufstehen. Okay, der Wecker klingelt. Irgendwas geht ab.
Irgendwas geht vor sich, Bruder. Oh mein Gott, gucken, was abgeht. So, um 11. Stelle. Ich muss pinkeln. Bruder, chill noch mal kurz. Connor. Connor. Nein. Oh, ist eine Gefahr? Connor ist Leute. Nicht am Start. Ey, lass mal gucken, ob das Licht noch brennt. Warte, wo ist unsere Toilette? Turm? Wir hatten hier keine, wir hatten nur unten Dixie-Klo. Wo ist die Tat? War da jemand? Nee, nee, es ist Schatten. Schatten. Ah, mein Gott. Ich hab da die. Wo ist die? Hab ich die Taschenlampe hingelegt? Ach, der hat alles geordnet, nice. Wo pinkeln wir? Wir gucken mal, ob sein Turm da leuchtet. Als ich in der nächsten Nacht außerhalb der Hütte war, bekam ich ein seltsames Gefühl. Ich sehe auch gar nicht mehr seinen Turm, ist so geleuchtet, ne? Draußen war völlig allein zu sein, war etwas beunruhigend. Okay. Wo ist Turm 12? Man hat ihn eigentlich gesehen, ne? Der ist nicht, der leuchtet nicht mehr. Leute, das ist nicht gut. Er ist in Gefahr. Wir müssen zum anderen Turm, nach dem gucken. Ich kann nicht runter. Achso. Okay. Wir müssen pinkeln, haben wir eine Toilette? Eigentlich war unten eine Toilette. Geht zu einer Ecke zum Pinkeln. Unsere Tasche ist noch. Kann hier oben pinkeln? Leute, gehen wir schlafen. Ich musste immer noch pinkeln. Leertaste zum Pinkeln. Pinkel mal? Was ist los? Nein. Wurde reingeschrieben. Okay, ich muss da runter, Bruder. Okay, Leute, wir müssen in den Busch oder auf. Ah, Klo. Da stand. Ach, wir können einfach. Ach so. Runter pinkeln, Alter. Ja, wir sind in der Natur, ne? Beste, Alter. Beste. Chef, da unten steht einer. Ja. Chef, Connor kommt. Connor, so, hey! Mein Turm ist ausgefallen. Alles klar, stabiler Strahl. Ja, Mann, wir haben richtig Druck. Richtig Druck. Ah, das ist ganz schön. Die Blase entleert. Besseres Gefühl gibt's nicht. Jetzt können wir schlafen. Ab ins Bett, Bruder. Connor, schleichst du hier rum. So, gute Nacht. Ja, Mann, erstmal Schläfchen jetzt hier. Haben gut gearbeitet. 3 Uhr nachts hier einfach aufgeweckt werden, Alter. Kann doch nicht sein, Bruder. Ah, Nacht 2. Ach, direkt Nacht. Wir dürfen nicht mal. Oh, Leute, ein Schaumiger. Das Leben ist doch perfekt. Mir mal einen Schluck zu nehmen. Wir genehmigen uns. Ey, das finde ich richtig, Leute. Cappuccino. Bono Cappuccino im Ort. Ist so. Boah. Ah, Leute, ist nicht schön. Der Schaumiger ist am Start, dann ist das Leben doch perfekt. Auch noch ein Foto hier. Ah, Connor geht's auch wieder gut, dem Bruder. Dem Bruder geht's wieder gut. Ah ja, der leuchtet alles. Ja, Mann, wir trinken hier auch entspannt unseren Kaffee aus. Also, chilliger Lifestyle auf jeden Fall. Safe. Schaubige. Ah, noch ein Foto. Okay, Bruder. Reicht doch jetzt. Von Connors. Connors Hütte. Ist doch. Nice, Bruder. Es sind hier irgendwelche Leute. Keiner hier. Lehrt das zum Aussteigen. Okay. So. Ich würde sagen. Was haben wir zu tun? Oh, hörst du mich? This is Connor from Tower 12. Hier ist Connor von Turm 12. Hörst du mich? Yes, sir. Was ist los? Was ist los, Bro? Tower 11. Do you copy? Turm 11. Hörst du mich? Ja, Bruder. Hör, Connor, wie geht's? Start. Warum bleibt er uns? Nobody bothers to get a camping permit these days. Holt dich mehr eine Campingzulassung diese Tage. So. Hast du Augen auf den Rauch im Norden deiner Position? Augen? Im Norden? Okay, warte, hier war ein Kompass. Erstmal die Tasse weg. So, Norden. Wo ist Norden, Bruder? Bruder, was ist das für ein Kompass, bitte? Ich will nicht mal N. Alter. Die Basics stehen hier nicht lesen, mal drauf, ey. Bruder. Hier ist, oh, da, da hinten. Ja, er hat sich beleidigt. Okay, guck mal auf Fernglas. Ja, na, mies angepisst. Ich brauche deine Bestätigung, ja. Siehst du Rauch, ja. Ja, Bro. Hast du den weißen Rauch im Norden gesehen? Ja, ich sehe ihn. Sieht aus, als wäre es im Lazy Path Sektor, welcher nicht als registrierter Campingplatz eingetragen ist. Oh, wow. Illegales Camping? Leute wie diese interessiert es nicht, selber ihren Müll aufzuräumen. Und das Feuerrisiko ist sehr hoch diese Saison. Könntest du mal nachsehen? Bruder, soll ich da jetzt hinlaufen? Ja, Leute. Okay, ich gehe nach Norden. Ja, hast du irgendeinen anderen? Ist es sicher? Ich frage erstmal, ob es sicher ist. Sei auf der Hut.
Nehme dein Bärenspray mit und dann sollte alles okay sein. Also könnten auch Bären auf uns zukommen oder was? Zum Glück habe ich nachgefragt. Ja, Mann. Okay, ich gehe nach Norden, ich melde mich. Hast du irgendein anderes Detail? Keine anderen Infos im Moment. Folge einfach dem Lazy Pfad. Lazy Pfad. Und habe ein Auge offen für irgendwelche Spuren von Lagerfeuern oder anderen gefährlichen Dingen. Okay, ich gehe nach Norden, Bro. Ja, Bruder, nimm's mit, Bruder. Over and out, Bro. Okay, wo ist unser Bärenspray? Also neben Monstern scheint es auch Bären zu geben. Genau, nimm das mal mit. Also es gibt auch anscheinend Bären. Oh, hier. Oh ja, nice. Sehr gut. Yes, sir. Alter, ich habe schon gehört, es gibt Monster, es gibt jetzt auch Bären. Bruder, also ich glaube, in diesem Game geht noch einiges ab. Sieb so. Ja, Mann. Das wär, also, man kann hier voll viel machen irgendwie. Ja, Mann, deswegen. Ich glaube, es wird noch sehr interessant werden. Ja, Mann. So, wir suchen jetzt die Leute, die dann illegales Camp machen, ne? Ja, schon vergessen, wo Norden ist, Alter. Oh, sieht man da eine Karte oder so? Lacey oder? Weg. Utility Check. An den Children. Ah, unten stand doch, glaube ich, Lacey. Ich schwör. Nice, da steppen wir hin. Swear to God, man. Moin, liebe euch. Katie, wir leben dich auf. Ah, so, hier Lacey Trail. Okay. Gehen wir hier lang? Mal gucken, ob wir gleich Rauch irgendwo sehen. Guck mal, ob hier, oh, hier ist ein Schild mit Bären. Oh mein Gott, da ist ein Bärenschild, Leute. Oder wenn ich so ein Schild sehen würde, in Real Life, ich würde sofort gehen. Das Land verlassen. Ich würde... Dieses Land verlassen, wo es Bären gibt, 100%. Oder? Alter, warum würdest du jetzt so... Ich habe keine Taschenlampe mitgenommen. Puh, hätten wir die aufheben... Also Bro, ich wusste, dass jetzt auf einmal dunkel wird. Verdammt. Yo. Oh, wurde einer auf... Yo. Oh ich höre doch was. Geht ab. No camping. Oder warum gehen wir hier hin? Egal, da ist ein Feuer. Bisschen Licht. Ich glaube, da wurde gecampt, ne? Oh mein Gott. Ja. Die sind weg. Oh. Wow, oh. Die spammt uns zu. So. Kyla, unsere Schwester. Ach, wir haben der Bilder geschickt und so. Okay, was hat mir geschrieben? Wow, wow, wow. Tut mir leid. Bin gerade erst. Ach, die Einkaufsliste. Mhm. Ah ne, das Rezept. Schick mir ein paar Bilder. Mhm. Haben wir gemacht. Ich hoffe, alles in Ordnung. Schreib mir bitte, sobald du das hier liest. Jo, jo, wir haben geschrieben. Guck mal ins Zelt rein. Diese Laterne hier, bitte. Oder diese Messer und alles. Greift da einer? Ich kann nichts nehmen. Jo, hier ist jemand. Hört doch da was. Ja. Ja, Leute, auf jeden Fall sind die weg. Ich muss das löschen. Oh, nice. Taschenlampe. Nice. Bro, nimm die doch. Oh, können wir nicht. Oder ist jemand? Hier geht irgendwas ab und da pfeift da einer. Die Leute sind weg, es ist aber kein Blut da. Wie kann ich das löschen? Ist hier Wasser? Ah, hier ist Wasser. Meine Hände waren voll. Genau, nichts ab. Musste Wasser besorgen. Okay, oh, müssen wir noch an den Bach gehen. Ist Wasser? Ah, hier, ne? Wer pfeift hier? Boah, hoffentlich kommt kein Bär jetzt, ne? Okay. Boah, wir kriegen einen miesen Jumpscare jetzt. Ich, ja, doch. Ich weiß schon. Da, ein Schatten. Oh mein Gott, ich hab keinen Schatten gesehen. Da pfeift immer noch einer, ne? Ja. Hallo? Wer ist da? Komm raus da! Geht ab. Zeig dich. Der antwortet nicht. Das Gebiet hinter dem Ort war versperrt, Bruder, da ist jemand. Okay, wir haben es gelöscht. Können wir gehen jetzt, oder? Soweit haben wir unsere Mission erledigt, ne? Mehr haben wir nicht verloren, oder? Bro, reicht, oder? Komm, wir gehen. Wir sind fertig anscheinend, ne? Gehen wieder schön in unsere Hütte, Alter, komm. Okay. Wir melden uns bei Connor und sagen ihm... Connor McGregor. Oh mein Gott. Okay. 9 Uhr. Als ich in der Dunkelheit zurück zu meinem Turm gewandert bin, ich hatte ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Ich habe nur daran gedacht, was passieren hätte können. Okay, Bro. Nicht das Game jetzt abschließen? Nein. Okay, alles gut. Okay. Oder können wir speichern, Alter? Wissen wir gar nicht, aber ja. Wir können auf jeden Fall sterben, deswegen... Okay, ganz schnell zu unserem Turm. Ja, mal schnell zurück. Bei mir volle Pole Lichter im Dunkeln. Würde ich mich jetzt einschicken.
Haben wir hier unten auch eine Taschenlampe? Ich nehme nochmal Holz mit, falls es ausgeht. Ja. Das ist das. Das Spray lasse ich hier, das können wir hier nehmen, wenn können wir mal abholen, falls ein Bär kommt. So, sind full stacked hier. Was? Voll ausgerüstet. Können wir noch was? Ja, Streichhölzer. Okay, okay, okay. Let's go. Okay, ist alles easy. Okay, zurück. Holz im Ofen. Ist alles geklärt. Ist fast wie Hello Neighbor. Ja, so ein bisschen, wenn man so die Treppe hochgeht. Ja. Oh, die Dinger sind oben. Ach, zu alt. Ah, ne, haben wir doch. Ich glaube, morgens. Soll ich die wieder zumachen? Ja. Abends ist, glaube ich, gut, oder? Ja. Dass das Monster nach der Fenster kommt. Ja, Mann. Okay. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Nice. Wir sind stabil. Stabile Mitarbeiter sind wir. Kochofen ist aus, Alter. Zum Glück habe ich Holz mitgenommen. Sehr gut, sehr gut. Muss das anzünden. Okay, zünden wir gleich an. Connor, Bro, alles gut? Connor McGregor. Connor, hörst du mich? Hey Connor! Loud and clear, new guy. Laut und klar. Ich habe mir gerade nur Heißes, also erstes, was ist dein Status? Rede bei dem Campingplatz. Willst du mich veräppeln? Die lernen nie, oder? Was meinst du? Genug von diesen. Es ist unglaublich. Es ist schon oft passiert. Das ist schon das dritte Mal. Achso, dass sie da so wild campen einfach. Hast du irgendwas anderes in den Wäldern mitbekommen? Ja, doch, doch, doch. Schrei erwähnt, stimmt. Ja. Roter. Okay, ein Schrei muss einer von diesen roten Füchsen gewesen sein. Okay. Die klingen nachts wie eine schreiende Dame. Bruder, es war eine Männerstimme. Ah, hier, es war eine Männerstimme. Ja. Ich weiß, worüber ich rede, ist neu. Aber ich habe von Rangern gehört, dass viele Leute wegen des Verschwindens dreier Kinder diese Gegend anströmten. Kinder sind in der Gegend verschwunden? Ungefähr vor einem Monat. Sie waren mit ihren Familien wandern. Sie sind vom Pfad abgekommen und sind dann einfach verschwunden. Keine Spur von ihnen seitdem. Bruder, was machen wir hier? Was hat das mit den Campern zu tun? Was ist mit den Kindern passiert? Beides gerade interessante Fragen. Was mit den Kindern passiert? Wissen wir nicht. Ihre Eltern haben gesagt. Das haben wir eben gehört, Leute, das Pfeifen. Ja, ne, ist kein Pfeifen. Das ist die Musik. Ne, hat er geschrieben. Wir wissen. Ja, ich muss erst mal lesen, warte. Also. Wir wissen nicht, ihre Eltern haben gesagt, ein Pfeifen habe sie vom Pfad gelockt. Es ist unglaublich. Was wir eben gehört haben am Camp. Leute haben angefangen, Gerüchte zu verbreiten, dass diese Gegend von Kreaturen heimgesucht wäre. Oh. Es ist verrückt, ich weiß. Du würdest denken, dass diese Gerüchte Leute abschrecken würden, aber anscheinend ist es das Gegenteil. Okay, also viele reizen es sogar noch, dann hinzugehen. Manchmal wünsche ich mir, sie wären wahr. Also wenigstens weißt du jetzt, warum Mitch in Turm 11 so dringend arbeiten musste. Das ist beunruhigend. Ich stehe gerne zur Verfügung. Das ist beunruhigend. Naja, ich hoffe, du glaubst nicht diese Gerüchte, oder? Wenn wir eine Fahrt machen, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, Bro. Anyway, ja, danke fürs Wachsam bleiben. Ich will die Behörden verständigen. Dann können sie sich um dieses Chaos gleich am Morgen kümmern. Wir können nicht mehr diese Idioten tolerieren. Wenn sie die finden sollen, werde ich mich persönlich darum kümmern, dass sie nie wieder einen Fuß in diesen Wald setzen. Stimmt zu, Bro. Sei du in Sicherheit, Neuer. Over and out. Du auch, Bro. Okay. Okay, nice. Wir müssen, glaube ich, einen neuen Bericht schreiben, ne? So, schreiben unseren Bericht. Neuer Tag, neuer Bericht. Also, erstmal Wetter checken. Wetter checken. Oh, unsere Freundin nervt. Oh, unsere Nachrichten wurden nicht zugestimmt. Oh, begann okay, die hat diesen Auflauf gekocht. Ich bin so neidisch auf diesen Ausblick. By the way, sieh dir an, zu welchem Anblick ich nach Hause. Mit Rezept. Okay, Mom. Hat denselben Aufwand. Nom, nom, hey. Sich dieses Foto anzuschauen macht mich echt. Okay, die Nachrichten sind nicht angekommen. Weißt du was? Ich werde das Rezept einfach jetzt austesten. Okay, kein gutes Zeichen. Also 47,5 Grad. 47,5.
Wind. Checken wir den Wind ab. So. Wieder 17 ne? Knots. 17 Knots, Bro. Auch Wetter hätten wir direkt auch checken können. Mhm. Cloudy. Würde ich sagen, windig. Schon windig, ne? Oder cloudy, gucken wir dann. Eins von beiden. Cloud 0 assisted. Mhm. Jack, Nelson, Mandela, Bam. Bro. Und abchecken. Oh. Can't be empty. Achso, was war? Vergessen. 17, ne? Mhm. Nice, endlich mal ein Bericht ohne, jetzt wissen wir, wie es läuft ohne Faxen. Bam, bam, bam. Okay. Passt, oder? So, mhm. Okay. Fertig. Feierabend. Feierabend, wie es duftet. Ab ins Bett, Leute, ab ins Bett. Haben wir uns jetzt verdient. Ich hatte zu viel Hunger, um ohne Abendessen ins Bett zu gehen. Oh, müssen wir was essen? Was gibt der Kühlschrank? Oh, was lecker essen. Wir uns denn hier? Oh, machen wir jetzt eine schöne Pfanne hier, einen schönen Eintopf? Ja, Mann. Ofen klatschen. Oder irgendwas Nico. Einfaches. Ach so. Oh. Oder was Einfaches, was man einfach nur in die Mikrowelle bocken kann. Genau, oder einen Ofen klatschen. Was ist das hier? Baked Beans. Gebackene Bohnen. Yo, Seeker. 99 Cent. Danke für deinen Support. Danke dir, Bro. Bruder, ich kann dir nichts zubereiten. Hm. Weg damit. Wie können wir hier kochen, Leute? Mozzarella. Geh zum Werfen. Weg. Was können wir futtern? Baked Beans. Weg. Alles lecker aus, jetzt müssen wir noch versuchen, das oder zu kochen. Echte Maus, ne? Schinken, auf Brötchen. Ah, oh, hier ist eine Auflaufform, ah. Stand da das Rezept. Oh, wo könntest du das Rezept kochen? Ich war mir nicht mehr sicher als. Komm, wir versuchen das Rezept. Okay, wir müssen diesen Auflauf machen, glaube ich. Ja. Oh mein Gott. Also, uncooked Pasta. Also. Uncooked Pasta. Nudeln, wo sind sie? Nudeln. Die sind doch trocken gelagert. Nudeln. Bruder, man kann hier kochen einfach. Was geht hier ab in dieses Game? Spiel? Du kannst in den Wald gehen, du kannst was kochen. Was geht hier ab, Bruder? Du hast einen Wohnwagen, fährst hier Auto, also... Ja, nice. Oh, okay. Nice. Nudeln. Nudeln. Und wenn wir das gekocht haben, schicken wir das ganz stolz unserer Schwester. Mariana Sans. Wir dürfen jetzt nichts falsch machen. Mariana Sans. Ja. Samuel, okay. Danke für deinen Support. Schöne Grüße. Danke dir für 1 Euro, Bro. Das Cola. Ah, hier Mariana Sauce. Dann. Tomatensoße. Pepperoni. Hat mir die nicht in der Hand? Nee, das, das ist Schinken. Schinken. Mozzarella. Ups. Cola. Cola. Brr. Einfach brr. Oh, Pepperonis. Komm nicht auf klar, wie vielfältig das Spiel ist, ne? Ich schwör, das also, ist crazy, das Spiel. Das ist echt krass. Das geht hier ab, Alter. Wir kochen gerade einfach, Bruder. So, und eigentlich können wir das sogar echt nachkochen. Meinst du, das schmeckt wirklich? Ey, aus Prinzip, wir zocken. Machen wir so ein Video, wir kochen das Rezept kochen aus das dem Game hier. Mozzarella Cheese, Diced Tomatoes. Geschnittene Tomaten. Einfach Hackfleisch hier. Mhm. Fleisch. Ja. Eier. Eier. Ey. Tomaten. Warte, rechts sind noch so Sachen. Vielleicht eine Tomatendose. Nice. Diced Tomatoes. Boah, sieht echt gut aus. Okay, place ingredients in casserole, bake 142 degrees. Okay, wir backen den Bruder. Boah, krass, das Ding ist im Ofen. Bake for. Okay, enjoy. Okay, wir warten. Ja, Mann, das wird sich schon von alles hier. Von alles von der. Okay, Connor. Neuer, Connor, bist du da? Durch. Oh, was geht ab? Neuer, hörst du mich? Was ist los, Bro? Was ist? Okay. Ich habe ihren Arsch den Behörden gemeldet. Gut gemacht. Achso, was haben die gesagt? Macht dir keine Sorgen. Die Wild Service Agency wird sich morgen sofort drum kümmern. Alles klar. Das ist erleichtert. Ich hoffe, die können sie finden und ihnen ein Stück von ihrem Gedanken geben. Okay. Ich sag dir was. Ich glaube, ich gehe jetzt pennen. Ich weiß, es war ein harter Tag, aber du machst einen guten Job. Danke, Connor. Over 12, signing off. Over and out.
over and out. Okay. Okay, der macht einen Abgang. Ich glaube, unser Essen ist fertig. Und wir gönnen jetzt einen dicken Auflauf. Ja, Mann, boah. Boah. Können wir ein bisschen unser... schön am PC? Oder auch nicht? Wie gut das, ne? Ja, Mann, können wir essen. Kein Platz zum Essen, okay. Ich aß gerne im Bett, achso. Okay, und es fraß im Bett rein. Das ist, ha. Let's go, let's eat. Let's eat. Okay, wir essen den ASMR. ASMR hier. Ist ja ASMR. Bruder, das ist echt ASMR. Wunderbar. ASMR auch noch in dem Game. Was kommt noch? Sure. Bin gespannt, ob wir noch einen Bär begegnen. Boah, einen Schluck auf jeden Fall. Moin Jungs, Chapo, was geht? Was trinken? Ja, Mann. Please, please, please. Please, 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 please. Horrorgames haben mehr Zuschauer als Fortnite. Ich weiß nicht, ob es am Wochenende liegt. Das müssen wir noch testen. Aber jetzt nächste Woche werden wir wieder auch früheren Abend streamen. Ich war schon die, voll. Die Woche war viel los. Ja, Mann. War noch den ganzen Tag unterwegs. So, klatsch mal da rein. Hau rein, Bro. Achso, ich hätte es im Kühlschrank aufbewahren können. Okay. Oder. Okay, für den nächsten Tag können wir essen. Genau, brauchen wir nicht noch. Oh. Mit ein bisschen Staub auf entspannt. Egal, egal. Passt schon, passt schon. Gut. So, ab in die Kiste. Den nächsten Arbeitstag geschafft. Es war kalt geworden, Holzofen. Ja. Oh, der. Gut, dass du schon mal vorbereitet hast. Hier, Bruder, knall an jetzt. Bam, 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 bam. Knall an da. Achso, Benzin noch ein bisschen drüber. Zack, neck. Let's go. Let's go. So, ja, schön muckelig hier. Gemütlich. Mach noch Licht aus, Bruder. Bevor der gleich wieder rumholt. Und schön schlafen. Und gleich wieder ein Schaumigen genießen am Morgen. Ja, Mann. Ich hoffe, diesmal weckt uns nix. Ja. Tief in der Nacht. Boah. Ich wurde vom Gefühl geweckt, was mich die Augen öffnen ließ. Oh, oh. Boah. Oh, das Pfeifen. Ey, das Pfeifen. Das war im Wald eben, Bruder. Leute, ist kein Spaß. Das Pfeifen. Wo? Da ist ein Schatten. Das ist wie eine Hexe. Wer ist das? Ey. Hey, Kollege. Hey, dreht schon um. Ist das ein Schatten? Jo. Da war doch jemand. Was war das? Da war jemand. Diese Nacht hatte etwas sehr Seltsames an sich. Das ist meine Taschenlampe. Digga, wir brauchen Taschenlampe. Bernspray, alles. Bruder, der war hier am Stalken. Ich wurde gestalkt. Was soll ich machen? Was ist los? Der Mann? Haben wir irgendeine Waffe oder so? Hey, Kollege. Ah? Ah! Alter! Bruder! Boah! Alter, dass wir so rasiert werden, waren wir jetzt nicht bewusst. Nein! Alter. Nein, wir sind gestorben. Oh mein Gott. Alter, yo. Ist das gespeichert? Weiß ich nicht. Nein. Bruder. Nee, jetzt schreiben sie auch nicht raus. Mist. Bruder, was war das? Also man muss das nicht machen dann, ne? Warum ist es gespeichert? Ne, Stefan, ist es gespeichert? Oh shit. Leute. Bro, woher kam der? Alter, sah aus wie so ein Sektentyp, ey, so voll. Oder der war von Dings? Digga. Diese Clan, der, Bruder. Der war da gerade ein Ritual im Wald machen. Ja, Mann. Puh. Was geht jetzt ab? Was soll ich machen? Zurück. Ah, this game. Etwas komisches. Hier. Ich glaube hier. Such mal. Bruder, was war das? Boah. Die Klappen waren nicht alle unten. Oh, die müssen unten sein. Ja, die können wir nicht alle zumachen. Ich will nach Hause. Oder? Ah, hier. Okay. Ich wurde von einem Gefühl geweckt, dass mich. Leute, jetzt schaffen wir das. Ich glaube, wir dürfen die Tür nicht aufmachen. Oder können wir uns verstecken? Genau. Das ist das Pfeifen. Klar. Okay, das ist Schatten. Aufstehen. Ich glaube, ich bleibe im Bett, oder? Aber dann geht er nicht weg. Wir können aber nichts ändern. Mist. Ihr müsst unters Bett. Oh, okay. Geht das? Zum Verstecken. Ah, wir können nice. Okay, nice. Oh mein Gott, kommt der? Psch, psch, psch. Mikrofon. Oh. Hey! Vorbei? Bruder.
das Licht anschalten. Das ist weg, oder? Komm. Komm, ich stehe auf. Nein, 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 das ist nicht. Dirk! Oder was ist das? Schleicht hier rum, Bruder. Was soll ich machen? Ein bisschen warten. Ist er weg? Man. Gehen wir raus? Du musst raus. Okay. Okay, wir müssen raus. Hallo, ey! Wo bist du? Was soll das? Denkst du, das war der Tür? Ich geh ins Bett wieder. Okay, schlaf. Ich fühlte mich beobachtet. Oh, der ist noch da. Oh mein Gott, der ist noch da. Das Licht am Morgen? Schild, Eier unterm Bett. Eine Runde unterm Bett. Ich hab Angst. Wir können immer noch nicht schlafen. Durchs ne? Fenster. Ach, können wir von hier drin aufmachen? Nö. Boah, ich mach die Tür nicht mehr auf. Soll ich Licht anmachen? Nee, du musst ihm das Essen, was ihr gebacken habt, geben. Die Frage ist, das ist ein Troll? Stell dir mal vor. Stefan, ist das so? Ich hab das weg. Holt jetzt die Kamera raus und macht ein Foto von dem Ding. Von welchem Ding, Bruder? Pfefferspray liegt unten. Okay, das war das Bärenspray, meinst du, ne? Ah, hier liegt ein neues. Okay, gut. Ey, wir sprühen ihn einfach ins Gesicht, komm, mach auf. Meinst du, es bringt was? Geht raus, aber vorsichtig, mach die Tür auf. Okay, geht nach draußen, okay, okay. Wir gehen raus. Direkt ins Gesicht. Weg. Gesicht ist. Oh mein Gott. Yo! Leute! Der macht Ritual mit uns, Leute. Der macht Ritual, ohne Scheiß. Das war seine Maske. Alter, sprüh mal Bärenspray drauf. Ich wusste nicht, dass ich im Moment damit anfangen sollte. Was mein ich damit anfangen Gott. Soll. Das einzige Logische an dem, was ich denken konnte, war Connor. Okay, wir gehen zu Connor. Connor McGregor, genau, hilf genau, uns. Genau. Oder Connor, Hilfe. Direkt Bescheid sagen. Connor, wenn du mal wach ist. Hörst du mich? Ich wach auf. Wach ich auf. Soll aufwachen. Nein. Nein. Ich muss mit dir reden, ist wichtig. Hallo. Ist mir egal, wie spät es ist. Da ist etwas vor meiner Tür. Hier ist irgendwas über diesem Ort. Ne, hier ist was an meiner Tür. Nein, kann nicht warten. Schädel erwähnen. So, ich sag dir was Neues. Es ist wahrscheinlich besser, diese Kinder zu ignorieren. Ich glaube, das war, was Harley genug hatte. Von was Harley genug hatte. Harley war die Frau, ne? Genau. Oder Marley? Ja, Marley. Ich glaube nicht, dass das. Das sind Kinder, die rumalbern. Was ist, wenn das kein Spaß ist? Als erstes. Ich glaube nicht, dass Kinder. Ja. Diese Kinder können mit ihren Scherzen sehr kreativ sein. Sie schauen zu viele Horrorfilme. Vielleicht denken sie, es wäre lustig. Das fühlt sich wie ein richtiges Ritual an. Ja, Mann. Ritual, ne? Das ist ernst. Verstehst du es nicht? Ja, Mann. Da fühlt sich wie. Lass uns nicht. Lass uns nicht mitreißen, neuer. Wir sind in der Mitte vom Nirgendwo. Was labert der? Warum glaubt er uns nicht? Ja, einverstanden, wir machen es so. Ich schicke morgen jemand, der nach dem. Bruder, was für morgen jetzt? Ich weiß nicht, wie ich ein Gefühl habe. Der ist das. Der ist. Yo. Der will einfach mit jemandem spielen. Meinst du? Guck mal, einer, unser Mann mal gerade, der hat uns selber um 3 Uhr aufgeweckt. Ja, jetzt, Mann. Für jetzt schließe deine Tür zu, nehme einen tiefen Atemzug. Und versuche etwas zu schlafen. Wir können nicht viel im Dunkeln machen. Oder? Das ist der, oder? Der ist das, Mann. Der hat sich verkleidet. Es fühlt so, als ob der gerade aufgewacht ist. Es wird morgen sein, bevor du es mitbekommst. Okay, versuche jetzt etwas zu schlafen. Jack, over and out. Tut der jetzt so auf müde, obwohl der das vielleicht war. Verlassen, es tut mir leid, dass ich gestört habe. Ich sage einfach gute Nacht. Wir sind angepisst. Gute Nacht. Ja, Mann. Was Connor sagt, ergibt keinen Sinn. Ja, Mann. Ja, wir sind auch misstrauisch. So, Leute, der ist verdächtig, der Bruder. Ich glaube, der. Aber es gab sonst nicht viel, was ich im Dunkeln hätte tun können. Ja. Ich meine, guck mal, der chillt ja die ganze Zeit im Wald, als ob der nicht selber ja, ein bisschen. Mann. Der wird doch, der dreht man doch durch irgendwann, oder? Ja, schon fragwürdig. Die ganze Zeit im Wald chillt.
Okay, Taschenlampe bin ich mit ins Bett. Aber wir haben nicht abgeschlossen. Was denn? Der Mann schließt ab. Ach so. Oh. Nach drei. Am nächsten Tag wachte ich auf und war mir nicht sicher, ob letzte Nacht real oder nur ein Traum war. Das stimmt. Connor versuchte Gründe dafür zu finden, dass es nur ein harmloser Prank von irgendwelchen Kindern war. Aber da war etwas in der Nacht, das sich dunkler anfühlte. Ja, man, diese Maske, Bruder, ja. Das war Ritual. Das war creepy. Dort draußen im Wald ist etwas komisch. 100%, Bro. Direkt 8 Uhr. Was war das, ey? Du arbeitest. Okay. Kann ich mal den Tag genießen. Ja? Okay, zum Zoomen. Die meiste Zeit beschäftige mich mit einfachen Wartungsarbeiten innerhalb. Oder dem Scannen dichte Bäume um mich herum. Meine Paranoia in diesem Wald hat sich letzte Nacht nur noch verschärft, was mich dazu brachte, in Zukunft besonders wachsam zu sein. Wir müssen auch Beweisfotos machen von dem Monster. Dann können wir es auch beweisen. Okay, nice. Haben wir eine Kamera? Nice Tipps. Handy? Ja, wir hatten doch hier auch diese... Haben wir eine Fotokamera eigentlich? Weil wir wollten noch ein Bild von der Lasagne oder so. Wir können schon ein Bild machen. Können wir die... Liegt der eine rum oder haben wir eine? Das ist Schmuck. Was soll ich zoomen, oder? Todgrüße, ich schwöre. Der hat was damit zu tun, oder? So chillig, dieses Streams. Freut uns. Ja, man dieses Streams hier nicht auf Twitch. Wir finden es natürlich angenehmer. Und wir erreichen ja mehr von euch, weil alle, die Gaming mögen, Brownies abonniert haben. Und deswegen mögen wir einfach. Bauen uns erstmal hier auf. Wir fühlen uns. Sozusagen? Ne, Sendegerät. Wir fühlen uns. Achso, ich dachte, wir fühlen uns wohl. Achso. Bruder, was soll ich hier machen? Achso, wir sind aufgeworfen mit der Taschenlampe, ne? Ja, mit der, ich kann nicht so viel, mit dem, also ich kann nur bis hier gucken, so. Mit dem Ding da. Kannst du noch rumgehen? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, der läuft jetzt ein Creep lang. Ich muss das benutzen. War alles so rum? Oder man sieht nur das Gleiche. Ja, voll dunkel, ne? Bro, Connor. Hilfe. Wie geht's uns? Geht's super. Und dir? Connor, Bro. Kommt da ist jemand, da braucht jemand Hilfe. Macht da jemand einen Prank oder was wäre es das? Meinst du Prank oder braucht jemand Hilfe? Lass mal gucken, ob wir den ein... Der hat eine Leuchtpistole, kennst du? Ja, ja. Mal gucken, ob wir irgendwas sehen können. Bro, da ist jemand, der braucht Hilfe. Space und zurück, okay. Soll ich Connor Bescheid sagen? Komm. Ja, lass mal kurz informieren. Soll ich... Boah, ich mach die... Dass der Dinger hier zu schon mal. Es ist nachts, Leute. Ja. Wollen nicht wieder Creepy Stalker Prank hier haben. Lass doch mal gucken, ob drin eine Kamera ist, um auch mal beweisbar zu machen. Prank. Oh, ich bin hungrig. Ja, warte. Der Rest von der Lasagne ist. Warte. Wir lassen, überlassen ihm nichts dem Zufall. Die können wir nicht zumachen hier. Ja, wir haben Hunger. Okay, zum Glück haben wir die eingefroren, Alter. Ja, Mann. Jetzt müssen wir nochmal neu kochen, Alter. Die kommen aus am Start auf jeden Fall. Okay, wir essen. Hallo? Yo. Is anyone there? I need help. Ich brauche Hilfe. Oh, er braucht Hilfe? Someone answer. Bitte antworte jemand. Oh, okay. Connor ist auch ein Star. Das ist Connor. Achso, ja. Das ist mein Mann, glaube ich. Hallo? Can anyone hear me? Kann ich mit hören? Hier ist Jack Tomel. Oh Gott. Thank goodness. I'm lost. Ich habe mich verirrt und ich fange wirklich an auszuflippen. Was denn hier los? Atmen Sie einmal tief durch. Auf los. I don't even know where to start. Ich went out to explore the area and lost track of time. Ich weiß, wo ich anfangen soll. Ich bin raus und wollte die Gegend erkunden, aber irgendwie habe ich das Zeitgefühl verloren. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. Jetzt ist dunkel und ich kann mich nicht mehr an den Weg zurück zu meinem Truck erinnern. I think I'm lost. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Können Sie mir Ihre Kleidung beschreiben? Wie lautet Ihre derzeitige Position? Ich glaube, hat er geschickt, ne? Mhm. Welche Ausrüstung haben Sie bei sich? Ich würde sagen, eher die Kleidung, damit wir den schnell finden. I'm wearing a red jacket, camo pants and a green backpack. Rote Jacke? Okay. Tarnhose und einen grünen Rucksack. Okay, rote Jacke, grüne Hose. Welche Ausrüstung haben Sie bei sich? I have a flashlight, a compass, Taschenlampe, a fully charged two-way radio, a flare gun and... Eine Leuchtpistole und ein... Okay, dann war das der mit der Leuchtpistole. Und ein paar Sachen von meinem Camp. Braucht jemand Hilfe? Okay, wie lautet Ihre derzeitige Position? I'm in the middle of the woods.
lights. On this trail surrounded by trees, everything looks different at night. I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's come yet. Ich dachte, wenn ich ein paar Schüsse mit der Leuchtpistole abgebe, sieht mich jemand, aber bisher ist noch niemand gekommen. Sie hat bloß die Bäume beleuchtet und alles noch ein bisschen unheimlicher aussehen lassen. Ich will einfach nur einen Weg hier rausfinden. Können Sie mir Ihre genaue Umgebung beschreiben? Erinnern Sie sich an irgendwelche Orientierungspunkte? In welche Richtung schauen Sie gerade? Welche Richtung? Oder Orientierungspunkte. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Genau, genau. Ich bin an einem Bach vorbeigekommen. In welche Richtung schauen Sie gerade? Ich bin unser Kompass. Weil ich mich noch erinnern kann, dass ich nach Osten gewandert bin, als ich ankam. Okay, wir müssen nach Osten. Ja, sieht der jetzt. I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Um zum Ausgangspunkt zu kommen. Können Sie mir helfen? Nehmen Sie den rechten Pfad, nehmen Sie den linken Pfad. Ausgang, lassen Sie mich die Karte scannen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Wir wissen jetzt nicht, wo der ist. Scan die Karte, oder? Okay, scanne einfach die Karte. Okay. Okay. Wir haben einen Job, wir müssen dem Bruder helfen. Genau. Taschenlampe. Oh, das geht hier ab. Okay, Bro. Kann ich da ranzoomen? Genau. Okay, was meint der? Ein Bach? Bach, Bach, Bach. Okay, der ist nach Westen gegangen. Ist das... Hello? Bruder, chill doch! Ja, guck doch grad! Are you still there? Ja, ja. Beide Pfade setzen ziemlich gleich aus. Ich habe Angst, dass ich einen Fehler mache. Bruder, chill doch. Ich brauche Hilfe. Warum drängt er so? Okay, warte kurz. I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Okay, das ist das Gleiche. Okay, Bruder, beruhigt. Können Sie das nächste empfehlen, weil wir selber gerade nicht wissen, wo der lang soll? Also hat er nicht gesagt, Osten und der Bach? Nach Osten? Nee, ohne. Hier ist Osten. Seife waschen. Seife waschen. Hier ist Westen. Der guckt nach Westen. Mhm. Ja, der ist nach Osten gegangen, ne? Ja. Hier ist ein Bach. Hello? Bro. Beruhig dich. Are both of these? Wusch. Beruhig dich, Bruder. Wollen wir helfen? Gold Lake. Boah, wir müssen ihm helfen, Alter. Stone Lake. Können wir das markieren? Was? Aber selbst wir brauchen ein bisschen... Ja. Können wir... Bro, der soll nochmal schießen oder so. Ich will dir nichts falsch. Lass mal am PC schauen. Also ihr seid links lang gegangen. Aber ist er in unserem Pfad? Auf deinem PC ist eine Karte. Oh, nice, okay. Guck nach. Eine Karte oder so. Oh ja, Mann. Oh, nice. Ah, das ist die. Perfekt. Ja. Nehmen wir ein HD hier wenigstens. Okay, aber ist hier Norden und so eingezeichnet? Ja, ne? Ah ja, doch, doch. Norden. Ja, ja, da. Also der ist Osten, ne? Mhm. Der ist nach Osten gegangen, guckt nach Westen. Wo sind wir? Ich denke mal, wir müssen denen dann den Weg sagen. Ob rechts oder links? Okay, links. Links. Ja, Mann, links, genau. Ich hab's gerade gesehen. Ja, ja, ja. Ja, I'm at a trail intersection now, but I knew it. I thought it looked familiar. Ich dachte mir schon, dass mir der Pfad bekannt vorkommt. Normal, Bro. Ich hätte mir selbst diese Entscheidung nicht zutrauen können. Danke, dass Sie mir dabei geholfen haben. Ey, wir haben einen diesmal geholfen. Diesmal haben wir wirklich einen geholfen. Also, echt guten Job gemacht. Leute, like den Stream. Yes, like den Stream durch. Okay, gern geschehen. Im Dunkeln Entscheidungen zu treffen, kann man schwierig sein. Stimmt. Und ich hoffe, Sie erreichen nun sicher den Ausgangspunkt. Ja. Okay, wir hören. I'm right here. Ich bin genau hier. Was meinst du? Ich höre dich. Ich höre deine Pfiffe. Das sind wir nicht, oh mein Gott. Nein, wir haben falsch gefühlt. Sag, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. What? I see you behind the trees to my right. Ich sehe dich hinter den Bäumen. Oh mein Gott. Das sind wir gar nicht. Ich bin das nicht. You're freaking me out. Und jetzt klopft es bei uns. Wer ist das, Mann? Oh mein Gott. Psch, psch. Was geht euch ab jetzt, Leute? Meinst du, es ist Connor? Alter, könnte. Aber. Psst.
so creepy, ne? Bruder. Leute, sollen wir aufstehen oder noch ein bisschen liegen bleiben? Sicher? Alter, wie der Penetrant, der klopft. Leute, aufmachen oder nicht? Hey! Ah! Hopp! Oh, das ist der Wächter, macht auf. Wir wollen es hoffen. Kann man erstmal die Rollos hochmachen? Ja, hätte ich offen gelassen. Ah! So. Ach du meine Güte. Warum hast du da drin so lange gebraucht? Bruder. Was ist das für ein Creep? Meine Wächter. Ich sollte nach dir sehen und klopfen schon seit Stunden. Was hast du gemacht, Kumpel? Ich habe einem verwirrten Wanderer geholfen. Ich mache nur noch den Bericht fertig. Nicht viel. Warum ist sie grün? Ich mache. Sollen wir die Wahrheit sagen oder? Ist ja auch das die Wahrheit. Ne? Oder ach so. Meinst du, das kann man dem vertrauen? Das ist schon ein komisches Zeichen. Der hat uns Schlüssel gegeben. Leute, sollen wir denn die Wahrheit sagen oder warum ist das gelb? Sollen wir die Wahrheit sagen oder lieber ihm nicht? Bro. Leute. Ich würde ihm jetzt eigentlich die Wahrheit sagen. Und wir gucken, wie der reagiert. Auch mit drin stecken. Aber stell dir vor, der steckt da mit drin und dann weiß er, er muss auf uns aufpassen, weil wenn er denkt, wir sind ahnungslos, könnte das auch ein Vorteil sein. Einmal kurz sagen, Leute, was meint ihr, was wir anklicken sollen? Ich würde sagen, wir sagen die Wahrheit, oder? Wenn wir die Wahrheit sagen? Komm. Um diese Uhrzeit möge Gott barmherzig sein. Warum sagt er das die ganze Zeit? Wie dem auch sei. Schon wieder so. Immer dieses Wiederum auch sei. Hier habe ich... Ja, auch der Connor, ne? Die sagen beide das Gleiche, Bruder. Die wollen es einfach verdrängen, Alter. Die machen das Ritual, Bruder. Was da für eine Scheiße abgeht. Das war der Bruder. Der oder Connor. Die sind das. Wie dem auch sei, hier habe ich deine Ausrüstung vom Turm. Nur das Nötigste. Hört auf euer Herz. Hier, bitteschön. Ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig, wenn ich das Zeug hier noch länger halte. Bruder, entspann dich. Der so, nimm das. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Was hast du gestern Abend dort gemacht? Und am Fragen, was ist das? Leute, der ist ich bin der jetzt hier den Detektiven, was soll das? Was meinst du? Oben im Norden, warum warst du dort? Ich würde mich da draußen nicht herumtreiben, Kumpel. Bruder, der... Ich muss doch Feuer löschen. Ich muss dein Lagerfeuer wegen dem Rauch untersuchen. Ja. Oh Gott, sei mir gnädig. Bruder, was ist mit dem Typ? Unangenehme Angelegenheiten da oben, Kumpel. Luchse und Bären, ja, Bruder. Sei vorsichtig da draußen, Kumpel. Diese Wälder sind nicht normal. Und dort gibt es Dinge, die sich gerne ein Stück von dir holen würden. Boah. Ganz zu schweigen davon, dass du ziemlich weit weg warst, wärst, wenn dir etwas zustoßen könnte. Ich habe genug Dinge, um mich hier zu beschäftigen. Okay, ein bisschen random. Punkt, Punkt, Punkt. Na, schweigen wir mal an. Ich habe gehört, dass du etwas nervös bist. Alles in Ordnung? Ich gewöhne mich noch an die neue Umgebung. Erwähne den Schädel. Oh, oh, so ein Schädel. Komm, mal gucken, wie der reagiert. Okay. Wenn er wieder komisch ist. Oh mein Gott. Missing Lokalisierung for Line. Oh, ein Fehler im Spiel. Eigentlich sollte hier was stehen. Irgendein Fehler. Hast du ein Foto davon gemacht, bevor du ihn gereinigt hast? Was für Reinigen, Bruder? Ich weiß nicht, spezielle. Sehr spezielle Frage. Bruder, der weiß was davon. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Nein. Du weißt, dass es am besten ist, wenn wir uns. An diesen Dingen nicht aufhängen, Kumpel. Außerdem können wir ohne Beweise sowieso nichts tun. Guck, der wollte schon wissen, ah, habe ich okay, Beweise. Wir müssen Fotos aber wir müssen machen. Auch Fotos machen, wie ihr gesagt habt. Das glaubt er uns dann. Wie dem auch sei, es wird langsam spät. Ich sollte jetzt besser gehen. Halt einfach die Augen offen. Danke für die Ausrüstung. Okay, wir haben neue Ausrüstung. Große Kamera für Fotos. Was ist hier drin, Bruder? Stimmt. Wie können wir Fotos machen? Leute, wie können wir Fotos machen? Falls nächstes Mal wieder ein Creep hier kommt. Sollen wir ein Fenster offen lassen, damit wir gucken können? Mhm. Warte, können wir hier die Tür sehen? Ich kann es nicht. Das kann ich nicht aufbauen. Freunde, wir brauchen Kamera für Fotos. Ich kann das nicht mehr aufbauen. Oh. Okay. Aber hier sehen wir die Tür nicht. Schade. Ist okay. Irgendwo eine Kamera oder so? Weil es geht gerade creepy shit ab. Ja. Da müssen wir echt Fotos machen. Okay, ich würde sagen, wir schreiben unseren Bericht und dann gehen wir pennen, ne? Mhm.
Eigentlich mit Handy, aber Nachricht immer noch nicht durch. So, machen unseren Bericht hier. Service Reporting, let's go. Temperatur. Uh, 57,1. Windgeschwindigkeit. Direkt das Wetter checken. Oh, sehr windig. 25. Okay, wieder bewölkt irgendwie. 25. Cloud. Ja, heute eingeholfen. Jack Nelson, Bro. Was ist jetzt mit dem Typen im Radio? Der dachte, er hat euch gesehen. Ja, der war einfach weg, ne? Ach so, wir können noch mal gucken. Ich war aber lass uns mal ins Radio gehen, genau. Bevor ich... ich mach den Bericht fertig. Okay, Wetterbedingungen ist immer random, Alter. Clear, Bro. Wind. Jawohl. Yes, sir, yes, sir. Bericht erstellt. Arbeit erstmal getan. Drück mal Nebenbericht beim Computer. Ja, warte. Okay, wir checken nochmal den Typ ab. Nix. Okay, Bro. Neben das hier. Klack. Ups, aber das Spiel. Lol. Also Horrorgamer, im Horrorgamer. Also. Leute, Spiel von 1900. Ja, Mann, Granny mit Waffen, Alter. Bro, stirb doch. Ja. Lol. Granny, Hilfe. Einfach so eine Alter. Wo wir die alle herkommen, Alter? Wo kannst du einen allen Headshot drücken? Haben wir unendliche Munition? Oder wie gehen die durch die Wand, Alter? Wie soll ich die Wand ditchen, Alter? Gibt Headys. Oder das ist echt das erste Horror-Game, was erfunden wurde, Alter. Oh, Junge. Headshot. So, Training für Fortnite, schau mal. Ja, Mann. Dann musst du noch den Kopf ziehen. Nice. Okay, reicht, Bruder, reicht. Okay, genug Spaß gehabt, sonst kann man nicht mehr schlafen. Reicht. Okay, okay, nice. Gehen wir pennen, ne? Ja. Alles getan. Ich hatte zu viel Hunger. Haben wir die Lasagne schon gegessen, Alter? Komm. Ja, Mann, wir essen auf. Gucken wir uns hier noch rein im Bett wieder. Das Essen mal kalt, Bruder. Miese Ansprüche, ne? Mhm. Wir müssen hier gucken. Wir klatschen das in die Mikro. Crazy. Oh, Kühlschrank wurde auch aufgeräumt vom Ranger. Sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt. Leon ist echt ein Macher. Ja, Mann. Der Typ. Crazy. Bester Mann. Weiß jemand, wie lange das Spiel noch geht? Würde mich auch mal interessieren. Ja. Geht jetzt schon sehr lange, ne? Stunden länger. Ich glaube, es hat ja 2 Stunden oder so. Locker. So, das sieht doch lecker aus. Boah, so Lasagne ist auch wild eigentlich, ne? So, knallen wir uns rein. Bisschen ASMR. ASMR, Leute. ASMR Bros und back. Yes. Oder wir haben ja richtig Alltag schon aufgebaut. Wir haben ja richtig einen Alltag schon. Ja, Mann, wir haben ja voll unsere Schicht Routine, hier machen. Routine, Bruder. Leon W, ja, Mann. Ja, Mann. W, Leon, Bruder. Krass, ey. Oh, yo! Oh mein Gott! Das ist der Typ vom Restaurant? Vom Restaurant mit der Schaufel. Du hast gerade ein Herzfuck gegeben. Ja, Mann, hat er echt. Yo. Ich verstehe Einsamkeit. Kann dein Gehirn Tricks spielen lassen? Okay. Wie heißt du? Wer bist du? Was machst du hier? Wer bist du? Keine Angst. Ich bin ein Arbeiter. Ich habe nur ein bisschen Routinearbeit auf dem Radioturm da hinten gemacht. Bruder, der war in unserem Van drin. Der lügt doch. Der stalkt uns, Bruder. Der lügt. Vielleicht war auch der das, Alter. Mhm. Ich dachte, ich sag mal dem Neuen, über den jeder gesprochen hat, hallo. Nett, dich kennenzulernen. Arbeitest du normalerweise so spät? Ja. Jeden Sonntag. Ich versuche nur, die Kommunikationslinien offen zu halten. Alter. Wir müssen uns versichern, dass jede Nachricht die richtigen Orte erreicht. Stimmst du nicht zu?
muss kurz was trinken. Leon, schon wieder eine hat schon wieder Mitgliedschaft verschenkt. Bruder, Leon, Leon Ehren, du bist der krasseste Ehrenmann des Streams, Alter. Also heute... Leon, crazy. Crazy, dude. Leute, werdet ihr auch erschrocken. Boah, ja, Mann. Einmal zugeben, bitte. Erschreckt ihr euch eigentlich auch so, wenn wir uns erschrecken? So, müssen wir uns versichern, dass jede Nachricht die richtige Orte erreicht. Stimmst du nicht zu? Richtig, wir vertrauen auf Informationen über Feuersichtungen. Ich stimme zu, Feuerrisiken sind stark diese Saison. Ja, Bruder, stimmt zu. Absolut, aber manche Feuer sollen brennen. Und ey, keine Menge an Verhinderung kann sich stoppen. Was meinst du? Natur hat ihre eigenen Pläne. Manche Dinge können nicht kontrolliert werden. Egal, wie stark wir es versuchen. Was soll das heißen, Bruder? Sehr komisch, ne? Und manchmal sind Desaster eine andere Art von Aufräumen. Ein Weg für Land, sich selber. Was will der von uns? Der redet gerade so, dass er irgendwelche Leichen irgendwo verbuddelt und ja, sich dann das schön redet. Ich sollte jetzt zurück zu Turm. Es wird langsam spät. Wir sehen uns dann. Silas? Heißt der Silas? Silas? Ja, sagen wir mal, wir sehen uns wieder, oder? Ja, wir sehen uns dann, Silas. Ich hab eine gute Nacht, Jack. Hoffe, du schläfst gut, aber denk dran. Hä? Neugier kann einen an Orte führen, an die man lieber nicht gehen sollte. Bruder, der droht uns. Das ist eine indirekte Drohung. Silas, Bruder, guck mal deinen Kopf an. Guck dir mal deinen Kopf an. Auf Wiedersehen, Jack. Bruder, der ist so creepy. Der geht jetzt eh die Leiche verbuddeln. Bro. Sollen wir den verfolgen, Leute, verfolgen denn? Bruder, was geht der hier einfach? Alter, guck mal, der geht einfach in den Wald. Wir gehen hinterher. An der Cover, Leute. Ich kann nicht. Oh, Mist. Guck mal, der einfach in den Wald geht. Oder was ist das für ein Psycho, bitte? Wir gehen einfach ins Dunkle. Wie können wir jetzt pennen gehen, wenn der hier rumläuft, Alter? Ja, brauchen wir irgendwas oben? Eigentlich nur Holz, ne? Ja. Für Wärme. Ey, so ein creep, der Typ, ne? Ich bin einfach im Spiel drin. Silas. Silas, bist da drin, Bruder? Du bist so creepy, ja. Sieh, das heißt auch so. Ja. Lol. Creeper zwar nicht an, Bro. Heißt das? Ist auch, glaube ich, kein. So, schon ein seltener Name, meine ich. Ne? Aber kann ich jetzt hier auch öffnen, Alter? Schade. Okay, klatsch mal rein. Bisschen Benzin drüber hier, über das Ganze, Bruder, hier. Hier, Bro. Klatsch das an hier. Let's go, let's go. So, ist schön warm in der Hütte. Gemütlich. Ich sehe den Rauch, dass er im Traum kommt. Erzähl mir also nicht, dass du da nicht drin bist. Naja. Bist du da? Yes, okay, sir. Connor ist wieder am Start. Yes, sir. Verstehst du mich jetzt? Ich bin hier. Hier ist Jack. Laut und deutlich. Ich bin hier. Endlich. Ich habe schon seit einer ganzen Weile versucht, jemanden zu erreichen. Wo warst du? Bin runtergegangen, hab mir Feuerholz geholt. Bin Silas unten begegnet. Mal gucken, was er sagt. Wem? Der kennt den nicht. Den Typen, der den Funkturm in der Nähe wartet. Den Funkturm-Mitarbeiter in der Nähe. Funkturm-Mitarbeiter. Hat er ausgegeben, ne? Ist das wegen gestern? Was meinst du? Willst du mich jetzt verarschen? Hä? Der kennt den nicht. Der kennt den gar nicht. Leute. Der Funkturm ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Betrieb. Jan, neues Mitglied in der Brownie-Gang. Mitglied. Willkommen. Willkommen, Bro. Ehrenmann. Er wurde vor Jahren stillgelegt, weil ein Blitzschlag seine Systeme zerstört hatte und die Reparaturkosten als zu hoch empfunden wurden. Bruder, der hat gelogen. Der Termin für die Reparatur wurde auf die nächste große Finanzierung verschoben, was laut Hitch aber so bald nicht passieren wird. Oh, shit. Aber mit wem habe ich dann gesprochen? Also, wenn das, was du sagst, wahr ist, könnte es auch bloß wieder ein blöder Streich von einem dieser Idioten sein. Er kannte meinen Namen. Kannte deinen Namen? Glaubst du, er hat uns belauscht? Wäre möglich, bin mir nicht sicher. Ja, wäre möglich. Trotzdem. Es ist zu laut. Es ist laut Regelverstoß
Verstoß des Parks strengstens verboten, sich als Angestellter auszugeben. Nächstes Mal, wenn du ihn siehst, frag ihn ein bisschen aus oder mach ein Foto. Aber ein Foto machen. Hey, wir müssen Fotos machen. Okay. Ey Leute, diese verdammte Kamera müssen wir jetzt mal weg. Wir müssen das rauskriegen. Ja, ich schaff das. Alles klar, alles klar. Ich sehe, dass du einen, dass du deinen Bericht schon eingereicht hast. Ah, hat er gesehen. Ich glaube, ich werde mich jetzt auch aufs Ohr lauen. Gute Nacht, Bro. Wie machen wir Foto? Leute, brauchen wir eine Kamera? Ja, dafür? Wie machen wir Fotos? Weil wir hätten diesen Creepy abfilmen können. Ja. So einfach sein Face wieder da stand so. Tom Swift meldet sich ab. Okay, gut. Wie machen wir Fotos, Leute? Wer weiß das? Bro. Weil alle Ereignisse, die so ein bisschen Fragen aufwerfen für andere, müssen wir fotografieren. Was ist das hier? Können wir überhaupt Fotos machen? Wenn das überhaupt geht, ne? No service. Taschenlampe. Okay, gehen pennen. Ja, man erstmal aufs Ohr hauen. Mit dem Handy, aber wie holen wir das raus? Genau, wie holen wir das raus? Ich glaube, man wird dann aufgefordert, oder? Mein Unbehagen wurde von Tag zu Tag größer. Als ich mich an diesem Abend abmeldete, sagte ich mir, dass es nur wegen der neuen Umgebung sei, an die ich mich gewöhnen musste. Die Seltsamkeiten, die ich bisher in diesen Wäldern gesehen habe, waren noch nicht genug, um einen Alarm auszulösen. Wie auch immer, das sollte sich bald ändern. Ups, sorry. Zwei Nächte später schon, ey. Krass. 9:18 Uhr, ich hoffe, wir stehen gleich mit dem Schaumigen. Neuer Fortnite-Shop, Bros. Oh, es regnet. Oh, stör mich. Naja, hast du eine Minute? Klar. Naja, ich habe eine gute Neuigkeit vom HQ. Die sagen, wir hätten ein neues System-Update auf diesem Computer. Hitch meinte zu mir, sollte dich wissen lassen, dass es ein wichtiges Sicherheitsupdate gibt. Keine Schnüffler mehr, nehme ich mal an. Verlassen, danke für die Info. Wie mache ich Update am Computer? Also um ehrlich zu sein, die ganze neue Technologie ist nicht so wirklich mein Ding. Right, Bro. Die Waage ist zu behaupten, dass uns diese Computer wahrscheinlich eines Tages die Arbeitsplätze nehmen werden. Wie auch immer. Benutze vorübergehend, der sagt auch, wie dem auch sei. Naja, die gleiche Aussprache. Benutze vorübergehend die Konsole, um das neue System-Update zu verwenden. Konsole? Ich bin mir sicher, dass ein Jungspund wie du sich da schnell reinfuchst. Dank. Oder war da hinten jemand? Hab's gar nicht gesehen. Was ist der nächste Baum? Abend mit euch, Freunde. Okay, danke, Bro. So, wir müssen ein Update machen. Hm. Guck mal. Yay! Update, Disk. Ja. Was meint er mit Konsole, Bruder? Wie kann ich Computer updaten? Benutze vorübergehend die Konsole, um das neue System-Update zu verwenden. Wo ist eine Konsole? Eine PS5-Konsole oder was meint der? Was meint der, Bruder? Oh, Xbox-Konsole. What do you mean, Bro? Unten links schreiben alle. Unten links auf dem PC, unten links im Computer. Ach so, was? Ah, steht doch da, Leute. Ihr habt uns mal wieder den Ass gerettet. Sind Sie bereit für ein bisschen digitale Magie mit der Konsole? Help. Überraschung, Sie haben mich gefunden. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Abend, Turm 11. Wie läuft Ihr Tag bisher? Wie kann ich Ihren Tag verschönern? Oder sag mal, wie ich ein Update mache. Ein Update können Sie unseren Tag verschönern. Mensch, Erde. Oder was labert der für Sauerstoff? Überraschung, Sie haben. Bro. Wir wollen die Konsole, Mann. Update. Please enter the update package code. Okay. Update package code? Was für ein Update? Also was für Code? Okay, wir müssen einen Code eingeben von Update.
Wo steht das? Wo kriegen wir den Code her? Einmal schön PS15. Jungs, beim Computer. Wo finden wir den Code? Code. Dieses Paket, was der uns gegeben hat? Guck mal, eine Tafel. Da sind auch noch ein paar Sachen. Weißt du noch? Ah, warte. Vielleicht sind da manchmal Informationen. Da sind so Zettel, aber eigentlich... Arsch, wir können da helfen schreiben, glaube ich. Bekommen. Ah, wir können mit dem Roboter, der Assistent. Das kannst du nicht mitkriegen. Wo ist das Paket? Weißt du noch, der Ranger hat uns sowas gegeben. Ach, stimmt, wo ist das? War das? Update. Gehen wir gucken. Aber als ob da ein Update drin ist. Oder gehen wir mit den Assistenten. Help reinschreiben. Achso, Help? Genau, ich hab... Type Help. Ah. Jawohl, genau. Update. Ja, krass, das habe ich sogar richtig. Ach krass. With Packet Code. Wo ist Packet Code? Update. Jetzt brauchen wir den Code. Oder schreib mal Code. Falsch. Please try again. Die sind über 3000 Jahre alt. Stabil, Bro. Sind nicht zu gebrauchen, Alter. Wie kommen wir an den Code? Bro! Checks for available. Achso, hier, check. Wir müssen checken. Achso. Check. Okay, drei Updates. So, Package da, Code, da steht. 434 6048 84. 434 60 60 84. 84. Achso, Update. Ja. 4 3 4 6 0 8 4 8 4. Bruder, wir müssen hier updaten. Ja, Mann. Also man macht ja auch trockene hier, Arbeit und dann wird's gruselig. Also crazy. Das Game deckt crazy, echt Game. Alles ab Essen. Ist auch wieder japanisch oder nicht? Ich frage mich, weiß ich gar nicht. Okay. Please enter the enter an active line. Busy? Nee. Service able. Okay. Bro, das muss ich eingeben. Hast du echt nicht vertippt? Soll ich mal da vorlesen? 4, 8, 7. Aha. Aha. Tut es updaten? Oh, it's so, oh, so up to date. Nice. Jawohl. Wow. Oh, shit. Oh, Leute, jetzt geht was ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, was passiert? Warum war es gerade am Flackern? War es unsere Augen oder was? Was soll ich machen, Bruder? Taschenlampe. Licht. Strom war aus. Oh, Strom. Wo ist die Lampe? Okay. Fenster sind offen, aber wir sehen nichts, ne? Du bist im Generator, Alter. Bro, das ist mies, Leute, am Stürmen. Richtig fett am Regnen. Mies am Stürmen, Alter. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Bruder. Egal, wir müssen zum Stromkasten. An, Bruder, mach einfach an. Generator hat kein... Oh nein, Benzin. Ah, im Schuppen war auch. Schnell da rein, Alter. Oh, Jan, mit 2 Euro, Bruder. Ich feiere euch. Und wann kommt Rocky wieder? Erstmal danke, Bruder. Und mit Rocky machen wir safe auch noch ein Video auf dem Hauptkanal. Wird sich was ergeben. Safe, safe, safe. Ein dickes Update. Ja, Mann. Seid da gespannt. Danke für deinen Support, Bruder. Okay, Generator geht wieder. Schnell hoch in die Hütte. Ja, Mann. Wieder Strom anmachen. Ey. Das kann ich hoch, Bruder. Hä? Ich muss dringend pinkeln. Bruder, warum immer so ungünstigsten Zeitpunkt, Alter? Wollen wir gehen mal heute auf Dixie Club? Hier, Bruder, pinkel. Wo soll ich pinkeln? Dixie Club. Gesehen? Achso, stimmt. Sind wir heute förmlich unterwegs? Jawohl. Oh, Stehklo sogar, chillig. Nein. Müssen. Warum ist das Mikro angezeigt? Werden wir gerade gestalkt, während wir pinkeln? Warum zur Hölle? Wird das Mikro angezeigt? Ist das Mikro da, Leute? Das ist nicht gut. Ein gutes Zeichen. Ganz und gar nicht. Crater Bot Prank Boss, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich war fertig. Jo, warum ist die Tür? Haben wir nicht abgeschlossen? Oder hat es einer gerade angeguckt? Ist ja einfach unsichtbar, Bruder. Hä? Kleiner Glitch. Kann man durchgehen? Ist das extra? Warum war das? What the hell, Alter? Ja. Moment, wir können jetzt hoch, ey. Nicht, dass einer hochgegangen ist, ne? Eine Woche später. Krass. Ah, die Zeit verging wie im Flug. Connors Generator musste repariert werden, also musste ich auch seinen Teil beaufsichtigen. Oh, beide Teile. Wenn es nicht brannte, habe ich nur 2-mal am Tag nach Connor gesehen.
Das war wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt für ein Gespräch. Außer, wenn ich selbst Gespräche führte. Okay. 2 Uhr 30, kurz vor 3 Uhr. Sollte ja meinen anderen. Wir haben einen anderen. Ich weiß, es ist zu spät, Jack, aber das hier wird dich interessieren. Jack. Jack. Muss jetzt aufstehen. Hast du verstanden? Oder der weckt uns immer und wenn wir den wecken, wenn wir den wecken, holt er rum, ne? Okay, alles ist zu. Stark. Lass mich warten, wir haben 3 Uhr nachts. Jack, hast du verstanden? Ich bin hier, Connor. Warum bist du noch wach? Ich bin hier. Okay, weißt du was? Ich habe jetzt nicht den Nerv dazu. Was will der? Ich war hier meinen Arsch abarbeiten, während ich an diesem alten Generator arbeitete. Und jetzt sehe ich das. Ich sehe noch einen Rauch im Westen. Sieht aus, als hätten wir noch einen Camper. Oh, da ist wieder was los, Leute, im Wald. Es scheint so, als wäre es in deinem Sektor. Kannst du den Campingplatz von deinem Ende anschauen? Du musst auf Fenster aufmachen kurz. Sehr warm. Okay, Leute, wir müssen wieder in den Wald. Lampe. Okay, was geht hier? Bro. Weißt du was? Ah ja, wir sollen es wegen dem Camper nachschauen, ne? Ich habe es nicht mehr in mir, mich mit diesem Mist abzugeben. Ich werde dir das überlassen. Warum gibt ihr uns den Dreck hier? Wenn sie diesmal nicht wegrennen, nehme ich Fotos und Ausweise. Ihre Fotos, okay. Wenn die Lage sich verschlechtert, zögere nicht, das HQ für Hilfe anzurufen. Sag mir morgen Bescheid, ich werde etwas ruhen. Was? Das heißt, wir gehen spazieren im Wald, Leute. Es könnte gruselig werden. Schnallt euch an, zieht euch die Pampers an, aber bleibt hier im Stab mit uns. Oh, wow. Mein Gott, die machen ein Ritual. Die machen ein Ritual. Ich wusste nicht. Alter. Genau so stelle ich mir immer so Leute vor, die Sekte machen. Das Einzige, was in diesem Moment Sinn machte, war, der Beweis zu sammeln. Okay, wie mache ich Bild? Alter, grillen die da gerade... Leertaste Foto. Ja, mach ein Foto. Hast du gemacht? Ja. Achso, jetzt ran so. Oder endlich. Bro. Leute, endlich haben wir einen Beweis. Mach. Jo. Haben die es gesehen? Ja. Die gehen weg. Die kommen. Oh. Die laufen weg. Aber die kommen, Bruder. Kommen in unsere Richtung? Bruder. Die kommen. Digga, guck nochmal, ob die kommen. Die sind zu mir gerannt. Die haben das gesehen. Sind die in unsere Richtung gekommen? Bro. Geh rein. Ich schwör auf. Oh mein Geh unter das Bett. Jo, die kommen, sind da. Leute. Die sind da. Die laufen zu uns. Du musst rein, Bruder. Oh Alter. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo. Sofort rein, unter das Bett. Jo. Oh mein Gott. Mach nicht Lampe aus, mach Lampe aus. Bruder, ich kann nicht, ich kann nicht. Und Leute, in der Zwischenzeit. Der ist auf Position. Dieser Sound, wenn einer erwischt, dieses oh. Mhm. Irgendwo kenne ich das. Okay, jetzt auf Shift. Ist das, ne? Nicht von einem Meme, Alter? Also, wir gucken jetzt nicht nach ich hinten. Musste fliegen. Also, wir gehen zum Dixi-Klo, Leute. Ist das okay? Dixi-Klo einmal Statement. Dixi-Klo oder Wohnwagen? Wo ist das Ziel? Das einmal Dixi-Klo sagen. Dixi-Klo oder Wohnwagen? Ansonsten, Leute. Wir werden sprinten und uns nicht umdrehen, aber wo ist das Ziel? Dixi-Klo oder Wohnwagen? Leute, schreibt's mal rein. Was sagt ihr? Statement. Einmal Statement. Jetzt campt er da? Ja. Leute, Wohnwagen oder Dixi-Klo? Dixi-Klo erst. Okay. Aber eben hat er uns gepackt. Ja, einer meint auch, der Bronx hat das, glaube ich, auch gezockt.
Weil der meinte, er hat den ersten Versuch geschafft. Okay. Also wir sprinten ins Schiff, ne? Nicht schnell gucken, let's go. Ja. Schiff, jetzt kannst du sprinten. Foto machen, Bruder! Nein! Bro! Okay. Ehre. Okay, soll ich jetzt... Okay, jetzt Wohnwagen. Weißt du, wo lang? Aber raus. Ich hoffe, es verfolgt keiner. Oh mein Gott, der kommt. Aber die Musik ist komisch. Auf Albin postet mein Eierkopf. Ehre. Hört ihr die Musik? Leute, wir verschwinden von diesem Ort. Zum Wohnwagen, okay. Ey, im Wohnwagen war doch einer am Klo. Was ist mit dem? Ich hoffe, der ist da fertig abgesetzt. Ja, mal dieser komische Typ. Oder irgendeiner verfolgt uns aber noch. Oh mein Gott. Nein, wir müssen laufen. Leute. Wo ist der Bruder? Oh, wir gehen schnell rein. Schnell. Nein. Mach zu. Und wegfahren. Direkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als das Adrenalin in mir einsetzte, ich drückte aufs Gas und fuhr zur Parkranger-Hütte. Außer Atem funkte ich einem Alarm ins Hauptquartier. Hör zu, Jack, wir sind alle ein bisschen verrückt hier draußen, antworte Mitch. Am nächsten Morgen haben die Behörden angeblich eine kleine Untersuchung in dem Gebiet durchgeführt. Aber natürlich gab es keine Anzeichen für ein Fehlverhalten. Niemand glaubte mir je meine Geschichte. Bleiben Sie einfach dabei, nach Bränden Ausschau zu halten, sagte Mitch. Wie auch immer, das war das letzte Mal, dass ich in den Wald gegangen bin. Bro. Ich habe bis heute noch ein komisches Gefühl im Bauch. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, habe ich das Erlebnis noch in lebhafter Erinnerung. Meine Familie denkt, ich habe das alles nur erfunden, das mir aber nicht ähnlich ist, so etwas zu erfinden. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ob echt oder nicht, nach Einbruch der Dunkelheit können diese Wälder zu einem Ort für illegale Aktivitäten werden. Also, wenn irgendwer von euch bald campen will, bitte bleibt vorsichtig. Bros. Alter. Ich gehe niemals campen. Ne? Schon, wir müssen eigentlich noch einmal eine Nacht lang im Wald campen machen. Ne? Nice Game, Alter. Oh, krasses Game. Crazy Game. Also, war ein geiles Game. Ganz anderes Game und ja, wir haben einfach 2 Euro gezockt. Ja.